Alles klar, also wir würden uns jetzt an dem Punkt in die Diskussion begeben. Wir haben hier als Thema eine kernwaffenfreie Welt als Frage. Die Frage ist, kommt da über die Referenten am besten noch eine Eingabe? Eine These? Ja. Ich glaube, sie macht eine, aber mit PowerPoint. Ich mache ein paar Bemerkungen, aber nicht mehr mit PowerPoint. Dann benutzen wir das doch einfach als Einstieg. Okay. Du brauchst das Mikro auch nicht, du kannst laut reden, einfach das versteht man. Ich bleib jetzt hier sitzen und im Prinzip habe ich eigentlich ein paar Thesen auch nur so als Sätzen geschrieben. Das ist jetzt keine richtige Präsentation mehr. Nur tut sich wieder nichts. Brauchst du einen Beamer? Eigentlich ja. Dann mache ich es ohne Beamer und lese das vor. Das ist im Prinzip nicht wie eben so komplex. Okay. Dann ziehen wir das wieder raus. Das zeigt der mir hier nur auf. Also diese Diskussion, ob es eine kernwaffenfreie Welt möglich ist oder nicht, wird ja aus verschiedenen Aspekten geführt. Es gibt die eine Seite, die schlägt vor, wir entwerfen einen Vertrag und schreiben alles rein, wie wir es gern hätten und fordern, dass alle diesen Vertrag unterschreiben. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Also ich würde mich einerseits freuen, wenn die das unterschreiben würden, aber nach meinen Erfahrungen mit Teststopp, Cut-off und diesen ganzen Komplikationen, die ich so vorgeführt habe, fürchte ich, wird das einfach nicht passieren. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass eine kernwaffenfreie Welt möglich ist. Ich glaube nur, man muss in Schritten vorgehen. Ein Schritt ist der Cut-off, um erstmal Vertrauen zu schaffen, dass die Verifikation geht, weitere Studien, um weiteres Vertrauen zu schaffen. Und dieser Einwand, es geht Global Zero, geht prinzipiell nicht. Der ist im Prinzip zu jedem Rüstungskontrollabkommen schon gekommen und nachher gab es das Abkommen doch. Also auch zum Teststopp wurde lang argumentiert, das geht sowieso nicht, das wird nie kommen, es ist nachher passiert. Ich bin mir sicher, eines Tages wird es auch einen Cut-off geben, auch wenn jetzt viele nicht mehr dran glauben, weil im Moment der und der so verstockt ist und die Pakistaner spinnen, im Moment haben die den schwarzen Peter als Schlüssel, warum es nicht geht und so weiter. Also es gibt... Du meinst in den Verhandlungen, die gerade aktiv geführt werden? Die gerade noch immer noch nicht aktiv geführt werden, sondern die... Ja, okay. Ja, nicht in der Tagespolitik, die stattfindet, sondern tatsächlich in den Verhandlungen, die stattfinden. Also im Prinzip kann man nicht den zweiten Schritt vor den ersten tun, will ich damit sagen. Das heißt nicht, dass nicht der zweite Schritt trotzdem kommen könnte. Der Vorteil ist auch, dass man auch mit Leuten wunderbar zusammenarbeiten kann, die an den letzten Schritt noch nicht glauben, aber die nächsten Schritte wichtig finden. Insofern habe ich keinerlei Berührungsängste, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die im Moment sagen, ach, kernwaffenfreie Welt, das wird doch nichts. Aber Cut-off ist wichtig, jawohl, wollen wir. Also da können wir erstmal dran arbeiten. Andererseits für eine persönliche Meinung und für eine Parteiposition ist es auch nicht schlecht, wenn man mal so eine grundsätzliche Haltung trotzdem sagt. Also ich kann jede Rede anfangen, damit ich glaube, Kernwaffen sind zu gefährlich für die Menschheit. Auch wenn es bisher gut gegangen ist und auch wenn es wahrscheinlich ist, dass dies und dies vielleicht doch noch gut geht, auch wenn gewisse Abschreckung durchaus manchmal funktioniert oder so. Eines Tages kommt ein Verrückter und er macht einen erweiterten Selbstmord wie der Hitler oder so und dann will er die Welt in die Luft sprengen. Also langfristig muss man gucken, dass man Kernwaffen los wird. Wie kommen wir dahin?
Also erstmal die in der Diskussion, also wie man da hinkommt, habe ich eigentlich mit meinem letzten Vortrag so ganz kurz vorgeführt mit den vielen, vielen Maßnahmen. Ich glaube schon, dass es erstmal noch viel, 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 viel Einzelarbeit ist, wo jeder Schritt für sich wichtig ist und den man deshalb unbedingt tun muss. Es gibt andere Leute, die denken, ach ja, Kernwaffen, egal, nicht wichtig. Ach ja, bei uns sind welche stationiert, na und, stören doch nicht. Cut-off, ach, kostet nur Geld, brauchen wir nicht. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man diese Einzelschritte getan hat, wird man auch weiterkommen. Also immer wenn so was Kleineres ansteht, dann sollte man unbedingt diese Vision im Kopf haben und wissen, das ist eigentlich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. In der Diskussion gibt es immer den Einwand, bevor nicht verschiedenste Krisen gelöst sind, werden wir keine kernwaffenfreie Welt haben. Das ist jetzt meine nächste These. Also ein Beispiel, die Israelis, die wollen doch nicht abrüsten, bevor die nicht ihren Friedensvertrag im Nahen Osten haben. Das mag für die Israelis so stimmen, aber wir sind nicht die Israelis. Wir haben jetzt hier unser Europa und dann sollten wir erstmal bei uns anfangen und weiter gucken. Die Inder haben vor 10 Jahren gesagt, niemals werden wir den Cut-off unterzeichnen, niemals werden wir den Teststopp unterzeichnen. Da bin ich mir heute nicht mehr so sicher. Die machen das vielleicht schon. Das kann sich wieder ändern. Also kann man erstmal jetzt überhaupt noch nicht wissen, wie einige in ein paar Jahren denken werden. Dritter Einwand, der Geist ist aus der Flasche. Was einmal erfunden ist, kann ja nicht wieder zurückerfunden werden. Inzwischen weiß doch ziemlich jeder, wie Kernwaffen gebaut werden kann. Das ist einerseits richtig, andererseits gibt es zum Beispiel eine Chemiewaffenkonvention, die Chemiewaffen komplett ächtet. Es wäre zum Beispiel für die deutsche Chemieindustrie ein leichtes, die allerfürchterlichsten Chemiewaffen zu erfinden, wahrscheinlich sogar ganz heimlich, ohne dass es jemand merkt. Und trotzdem passiert es nicht. Es ist eben nicht nur die technische Möglichkeit, es ist auch die Politik. In den 50er, 60er Jahren gab es genug deutsche Politiker aus verschiedenen Parteien, die Kernwaffen wollten. Da kann man heute lange suchen, die findet man nicht mehr. Haben sich die Einstellungen geändert. Und tatsächlich sind wir heilfroh, dass wir nicht so einen Ärger am Hals haben, wie verseuchte Plutoniumwiederaufarbeitung und die ganze Entseuchung, was die Amerikaner da jetzt haben mit den Umweltsauereien oder die Russen, noch schlimmer. Also da schlägt jeder 3 Kreuze. Also ein technisches Know-how führt eben nicht automatisch zur Anwendung. Also tatsächlich, selbst wenn der Stoll jetzt schon 80 ist, 82, das ist so einer, der war früher der Chef der Plutoniumfabrik in Hanau, den kennen wir beide ganz gut, der hat immer so ein bisschen angegeben, er könnte sofort eine Kernwaffe bauen. Aber ehrlich gesagt wüsste ich auch ein paar junge Leute und wenn man die nur richtig motivieren würde, was hier in dieser Gesellschaft gar nicht geht, könnten die das auch. Also deswegen, aber es tut keiner. Ein weiterer Einwand ist, nur in den bestimmten westlichen Gesellschaften wird überhaupt über die vollständige Abrüstung diskutiert. Ich verstehe gar nicht, wieso das überhaupt gesagt wird, denn es gibt anderslautende Stimmen, wirklich gerade auch aus Drittweltländern und auch aus anderen, auch aus Indien und aus USA. Man kann immer sagen, die sind ja scheinheilig, das passiert trotzdem nicht. Das mag zwar sein, dass die einen oder anderen scheinheilig sind, aber die Idee kann durchaus auch Oberwasser gewinnen. Also die finale Entscheidung kommt erst dann, wenn man auch wirklich kleine Zahlen heruntergerüstet hat. Wir haben jetzt gerade gehört, solange man an Abschreckung glaubt und das weiterhin als Doktrin behält, gibt es immer wieder Strategen, die sagen, nee, wir können nicht runterrüsten, sonst funktioniert die Abschreckung nicht mehr. Das mag stimmen, aber die Frage ist, brauchen wir tatsächlich die Abschreckung zwischen USA und Russland noch lange oder nicht? Also zum Beispiel haben wir 0 Kernwaffen und die Franzosen haben welche, aber fühlen wir uns durch die Franzosen bedroht? Also die Zeiten sind auch vorbei. Also grundsätzlich, es gibt einige grundsätzliche Voraussetzungen, bevor eine kernwaffenfreie Welt überhaupt möglich wäre. Erstens die Verifikation. Man muss verifizieren, dass nichts heimlich produziert wird. Darüber habe ich vorhin mit dem Cut-off schon genug geredet. Zweitens, man muss verifizieren, dass die Sprengköpfe wirklich zerstört werden. Auch daran wird geforscht und ich bin sehr zuversichtlich, dass das geht.
können wir noch lang diskutieren, ja, aber wenn jemand heimlich welche zurückbehält, wie will man die finden? Andererseits, wenn, nehmen wir mal an, Russland, die USA würden einen solchen Vertrag unterschreiben und würden tatsächlich in ein solches Unternehmen reingehen, Sprengköpfe verifizieren, würden die gleichzeitig planen zu betrügen, ohne dass das rauskommt? Das ist noch eine Frage. Zweite ganz wichtige Frage, wie setzt man das denn durch, wenn doch jemand die Regeln verletzt? Das haben wir eben schon gehört, da, wie geht man mit so einem Fall wie Iran um, der Regeln verletzt offensichtlich und es einfach macht. Es wird immer Einzelstaaten geben, die Probleme bereitet, in einer kernwaffenfreien Welt oder in einer nicht kernwaffenfreien Welt. Im Moment haben wir Nordkorea, Iran, früher hatten wir noch mehr, Südafrika, Argentinien, Brasilien, die Probleme haben sich erledigt und es werden vielleicht neue kommen, es wird immer wieder mal welche geben. Aber da muss man grundsätzlich überlegen, wie man mit denen umgeht. Was ist das? Ja, ich wollte mich bitten, das vielleicht doch an den Beamer zu werfen, weil das jetzt einige interessante Punkte waren und ich dachte, es wird vielleicht noch interessanter, wenn wir die dann doch vor Augen haben. Ach so, ich bin schon bei meiner gut. Gut. Weil ich finde, da ist sehr viel, sehr, sehr schön. Ja, das ist jetzt sehr, sehr knapp, was ich da gesagt habe, aber das kann ich natürlich machen. Jetzt geht er wieder aus. Henrik? Also ich platze jetzt mal in die Pause mit auch noch mit rein. Wenn man dann irgendwie eine kernwaffenfreie Welt hätte und dann Gerüchte aufkämen, dass irgendein kleiner Diktator dann doch wieder eine Atombombe bauen könnte oder bauen will, dann könnte doch die restliche Welt doch dann auch ganz schnell schneller Atombomben bauen als dieser Diktator und die Abschreckung wäre wieder vorhanden. Henrik, das ist die falsche Antwort auf sowas. Es gibt Gerüchte, dass die Iraner Atombomben bauen wollen. Das ist umstritten, ob es stimmt oder nicht. Die beste Lösung ist erstmal reinzugehen und zu inspizieren, nachzugucken, was wirklich passiert, das aufzuklären, das möglichst kooperativ und wenn die nicht mitmachen, dann muss man halt überlegen, wie man damit umgeht. Zum Beispiel Wirtschaftssanktionen, das ist eine riesige Debatte, die betrifft aber das Völkerrecht überhaupt. Wie geht man mit Menschenrechtsverletzungen an? Lässt man die geschehen oder greift man ein? Was ist nationale Souveränität? Muss die Weltgemeinschaft vielleicht mal eingreifen, wenn irgendwo was Schlimmes passiert? Also das war mein erster Einwand, Global Zero geht nicht, sagen manche, habe ich schon gesagt. Zweiter Einwand, erst müssen die Krisen gelöst werden, habe ich auch schon drüber, der Geist ist aus der Flasche, war das dritte. Das sind für mich eigentlich eher nur Stichworte, also dritter Einwand, kein Interesse außerhalb des Westens, was ebenfalls überhaupt nicht stimmt. Was wichtig ist, wenn man auf kleine Zahlen abgerüstet hat, dann müssen sich bis dahin auch die Strategien geändert haben. Was sind denn jetzt kleine Zahlen, wenn ich das kurz fragen darf? Was sind kleine Zahlen, ist eine andere Frage. Ne? Das muss man auch diskutieren. Sind es die 1000, sind es die 350? Was ist genug? Ne? Es ist zum Beispiel im Fall von Indien und Pakistan auch schon von indischen, pakistanischen Kollegen diskutiert worden, wie viel ist genug. Reicht es nicht, wenn jetzt Indien 60 Kernwaffen hat, müssen die noch mehr produzieren oder können sie nicht jetzt einen Cut-off unterschreiben? Haben sie nicht genug? Oder die Pakistaner? Oder warum müssen die überhaupt noch produzieren? Da streiten die sich selber untereinander, ob das jetzt genug ist oder nicht oder so. Für die Israelis meinen offensichtlich, sie hätten genug, schon seit langem. Also die haben ihr Arsenal und fertig, so viel man weiß. Ja, anscheinend USA und Russland, die da noch immer vierstellige Zahlen haben. Ja, ist das wirklich, also die Frage. Manchmal erledigen sich Probleme dadurch, dass eine neue Generation antritt und die Alten in Rente gehen. Das ist zum Beispiel mit unserem Kernwaffenverzicht so. Also unsere Eltern-Großeltern-Generation hat das vielleicht für alle Zeiten anders gesehen, aber es kamen neue junge Leute, die sind mit dem Nichtverbreitungsvertrag aufgewachsen, kennt es nicht anders und für die ist das einfach sonnenklar, den haben wir und der ist erstmal eine Basisannahme. Und das ist einfach was völlig anderes, aus einer fertigen Situation, Regel wieder neu auszusteigen, als erstmal was zu ändern. So, das waren jetzt die grundsätzlichen Voraussetzungen, wo ich zuletzt gelandet war. Also die Verifikation ist ein wichtiges Thema, das ist eher eine technische Sache. Mit der habe ich mich schon viel beschäftigt und es gibt andere, die beschäftigen sich noch viel intensiver damit. Und das ist auch wichtig, da dran zu bleiben. Und ich hoffe, also es war ein bisschen eingeschlafen während der Bush-Regierung und fängt jetzt wieder an, aktiver zu werden. Durchsetzung von Regeln, also wie geht man, wie stellt man sie fest, wie sanktioniert man sie
Und in dem Fall wird es auch wichtig, was betrifft die, also das Dritte, wie ist die Sicherheitssituation? Denn es wird von einigen Staaten immer argumentiert, wie Israel zum Beispiel, wir brauchen das für unsere Sicherheit. Also solange Machtverteilung zu asymmetrisch ist, werden sich die anderen, die Schwächeren, nicht darauf einlassen, auf Kernwaffen zu verzichten. Also muss man gucken, wie man eine kollektive Sicherheit schafft, die alle befriedigt. Also zum Beispiel innerhalb der NATO sind sie untereinander, ist ein kollektives Sicherheitssystem, braucht man nicht mehr viele Probewerten. Da können wir gut damit leben, dass zum Beispiel Dänemark viel schwächer ist als die USA, das ist allen egal. Also das sind viele Seitenthemen, die, mit denen man sich dann ebenfalls beschäftigen muss. Also letztlich läuft es dann auf den Glauben hinaus, kann man es oder kann man es nicht. Also Verifikation, bin ich überzeugt, geht. Globale Sicherheit ist ein sehr komplexes Thema, aber die Sicherheit ist oft nur vorgeschoben. Also stattdessen spielt auch was eine Rolle wie Status oder so. Also muss man eigentlich den Wert von Kernwaffen vermindern. Also es hat zum Beispiel ein britischer Abgeordneter im Parlament mal gesagt, wenn wir auf Kernwaffen verzichten sollen, was wird denn dann aus unserem Sitz im Sicherheitsrat? Also dieser Zusammenhang ist äußerst fatal. Die Inder fordern einen Sitz im Sicherheitsrat und begründen das damit, dass sie doch jetzt Atommacht sind. Und das ist ja eigentlich die allerletzte Begründung. Also und so weiter und so fort. Also könnte man gleich nach dem Sinn des Sicherheitsrates fragen. Ja, das ist ein anderes Thema, ne? Reform des Sicherheitsrats. Da sind aber auch, werden die Franzosen dagegen, denn es ist natürlich auch ein wunderbarer Status, da so einen permanenten Sitz zu haben. Ich höre erstmal hier auf, die Diskussion ist natürlich überhaupt nicht fertig, aber jetzt gebe ich erstmal Herrn Krause das Wort. Ja, das war ja mehr oder weniger ein Plädoyer für eine Schritte in Richtung Global Zero in Schritten. Dagegen gibt es natürlich eine ganze Reihe von Argumenten, von Leuten, die das grundsätzlich ganz anders sehen. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin immer so jemand, der so ein bisschen zwischen diesen Feuern steht. Also wenn wir jetzt Herrn Rühle hier hätten, da würde uns ein flambierendes oder flamboyantes Plädoyer dafür liefern, dass dass Kernwaffen immerhin seit 1945 da sind, seitdem sei die Welt sehr viel friedlicher geworden und das hat auch was mit Kernwaffen zu tun. Ich will das auch nicht hier vertreten, aber ich habe schon eine etwas andere Meinung, und zwar bin ich der Meinung, wir leben in einer Welt, in der wir durchaus dahin hinkommen können, dass es kleinere Arsenale gibt. Und zwar nur noch von denjenigen, die es wirklich brauchen. Und die dann auch eigentlich niemand, ich sag mal, bona fide bedrohen. Dass wir aber auch durchaus sich die globale Lage so weit entwickeln kann, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten neue nukleare Rüstungswettläufe erleben können. Um das eine zu fördern und das andere zu verhindern, glaube ich, dass man etwas andere Wege einschlagen müsste, als das jetzt von Frau Schaper geschildert wird. Ich glaube, es kommt in den nächsten Jahrzehnten weniger auf neue internationale Verträge an, als vielmehr auf grundlegende neue Deals zwischen den USA und Russland, zwischen USA und China, zwischen Russland und China, zwischen den bestehenden und den etablierten und den kommenden Nuklearmächten, in der vielleicht mehr auf grundsätzliche Interessen Rücksicht genommen werden können oder neue Stabilitätskriterien entwickelt werden können, die dazu führen, dass die Rolle von Kernwaffen Stück für Stück reduziert wird und vielleicht am Ende dieses Prozesses dann tatsächlich auch einmal die vollständige Abschaffung stehen kann. Wieso komme ich zu dieser Meinung? Erstmal, ich sag mal, es gibt positive und negative Entwicklungen. Die positive Entwicklung, ich habe das vorhin schon angeführt, ist, dass mit den USA, die ja sozusagen die Kernwaffen eingeführt haben in die Weltgeschichte und auch über viele Jahrzehnte sozusagen die größte und wichtigste Kernwaffenmacht war, heute sich der Präsident in der Lage sieht zu sagen, wir gehen wieder zurück zum Baruch-Plan von 1946. Das heißt, wir sind bereit, unsere Kernwaffen abzuschaffen, unter Bedingungen, die andere mit erfüllen müssen. Das heißt, die anderen müssen auch dazu bereit sein. Warum hat er das gemacht? Weil eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das eigene Militär gesagt hat, wir brauchen sie alle nicht. Wir brauchen Kernwaffen nur noch für die Abschreckung von anderen Kernwaffen.
Und wenn wir andere Mächte dazu bringen, dass sie das auch so sehen, dann kann man sich auch über die Abschaffung von Kernwaffen einigen. Diese Position wird im Augenblick hauptsächlich nur von den USA geteilt, aber eigentlich auch schon von Großbritannien. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Bei Frankreich sehe ich noch ein entschiedenes Jein. Also ich sag mal, die Franzosen sind im Augenblick dagegen, aber so ganz dagegen werden sie auf die Dauer nicht sein. Da sehe ich das ähnlich, das ist auch die Generation. Ich könnte mir auch mal China und Indien vorstellen, das ist ein peut-être, also vielleicht. Bei den Russen sehe ich das eher ein bisschen anders. Die Russen haben ein echtes Problem mit der Größe ihres Territoriums und mit der geringen Größe ihrer Streitkräfte. Und wie gesagt, ihr Bruttosozialprodukt ist nicht besonders hoch. Und das könnte problematisch werden. Nur die Russen haben möglicherweise auch wirklich nur defensive Interessen. Das ist eine eher positive Seite. So, die andere, die negative Seite, die habe ich Ihnen vorhin auch erwähnt und die macht mir sehr viel mehr Sorge, ist, dass es zwischen Russland und den USA immer noch die nukleare Duellsituation gibt. Und diese nukleare Duellsituation ist stabil, solange beide Seiten relativ große Mengen an Atomwaffen haben. Und die Frage ist, wie kommt man eigentlich runter aus dieser nuklearen Duellsituation? Und da sehe ich, dass das zumindest von amerikanischen Politikern und Experten seit ungefähr 15 Jahren angesprochen wird. Der bekannteste war George W. Bush, der das im Wahlkampf 2000 angesprochen hat. Der gesagt hat, wir müssen weg von MAD, wir müssen hin zu Mutually Assured Security, MAS. Das war's denn. Ich habe mal mit seinem Sicherheitsberater Haley Atlee gesprochen. Er sagte, ja, da haben wir was ganz Großes vor, kam aber nie was. Warum kam da nie was? Es gab vor 3 Jahren oder 4 Jahren inzwischen die Perry Commission, die sich mal mit der Frage beschäftigt hat, was sind eigentlich so die großen Optionen mit Nuklearwaffen? Wir können nicht immer nur in diesem nuklearen Duell bleiben. Und da wurden also verschiedene Optionen erwogen, zum Beispiel Virtualisierung von Kernwaffen, dass man also Kernwaffen nicht mehr im Duellstatus hat, im Alarmstatus hat, sondern beide Seiten sich einigen, diese Kernwaffen im Grunde genommen einzumauern, irgendwo in Höhlen zu verstecken, nur dass man Zeit braucht, bis sie wieder aktiv werden. Alle diese Optionen sind sehr gründlich abgewogen worden und sind erstmal für nicht praktikabel befunden. Und das Problem ist da. Ist sozusagen, wird dort gesehen und es wird auch gesehen, dass es notwendig ist, Lösungen zu finden. Warum sage ich das? Weil dieses Problem kann sich langsam ausweiten. Wir sehen ja die russische Opposition gegen Raketenabwehr, die im Grunde genommen ein Zeichen der russischen Schwäche ist. Die Russen wissen genau, sie können sich den Großmachtstatus eigentlich nur dadurch leisten, also Großmachtstatus heißt, dass sie die USA direkt herausfordern, wenn dieses Duell auf einer relativ niedrigen Ebene, so wie es jetzt vertraglich vereinbart worden ist, fortläuft, aber jährlich, wenn es höher geht, also mit mehr Angriffswaffen, das können sie sich einfach nicht mehr leisten, oder wenn die Amerikaner anfangen, Raketenabwehr einzufangen. So, da steckt das, da steht das jetzt. So, und jetzt fangen die Chinesen an auch zu sagen, meine Gott, also wir müssen die USA auch verwunden können, modernisieren ihre Arsenale möglicherweise in einem größeren Maßstab, als wir das jetzt bisher gesehen haben. Und wenn ich mir die amerikanische Diskussion anschaue, dann sind sich die USA jetzt einer zunehmenden Zahl von Staaten gegenüber, das ist ja nicht nur China, das ist demnächst vielleicht auch mal Iran, ich glaube Nordkorea wird es nicht schaffen, vielleicht auch mal Pakistan, vielleicht auch mal Indien, die in der Lage sind, und vielleicht auch mal Israel, die in der Lage sind, das Territorium der USA zu bedrohen. Und dann wird in den USA die ganz große Frage kommen, was machen wir jetzt? Rüsten wir auf, um sozusagen mit allen, ja, gleichzeitig in einem Zustand der gegenseitig gesicherten Zerstörungsfähigkeit zu sein, weil das Einzige ist, was stabil ist, ohne Raketenabwehr, oder steigen aus der ganzen Kiste aus, indem wir uns mit Raketenabwehr so einen Zaun um uns herum bauen, dass sie alle ruhig rüsten können, wie sie wollen. Und das sehe ich als eine gefährliche Entwicklung an. Weil wahrscheinlich eher Letzteres kommt, wahrscheinlich eher Ersteres kommt, oder wenn Letzteres kommt, das möglicherweise von Russen oder Chinesen oder was weiß ich nicht angesehen wird als Aufforderung nachzurüsten. Was ist ein Ausweg daraus? Ein Ausweg daraus wäre, wenn man versuchen könnte, kleine Arsenale anzustreben,
die nur noch für existenzielle, ich sag mal, lebensbedrohende Situationen oder für große Kriege aller Weltkrieg II geeignet sind, wo aber nicht gleichzeitig die Gefahr besteht, dass wer kleine Arsenale hat, immer in Gefahr laufen muss, dass ihm diese aus der Hand geschlagen wird. Und ich sehe eigentlich nur eine Möglichkeit einer Kombination aus einer Vereinbarung über kleine Arsenale, möglichst gut geschützte Arsenale, in Kombination mit Raketenabwehr. Mit Raketenabwehr. Wobei mit Raketenabwehr sich dann natürlich das Problem stellt des Technologietransfers. Ja, einige sind weiter, andere sind nicht so weit. Die Russen sind im Übrigen viel weiter, als man manchmal denkt, aber sie haben einfach nicht mal die finanziellen Kapazitäten, um sowas durchzuhalten. Wie kommt man da weiter? Kann man dort einen Technologietransfer machen? Oder wie kann man sozusagen Schutz von noch bestehenden Arsenalen, möglicherweise Arsenalen, die eine gewisse Zeit bedürfen, ehe sie überhaupt einsatzfähig sind. Ja, also heute gibt es Raketen, die können innerhalb von Minuten starten. Kann man diese Zeit auf Tage, Wochen oder Monate reduzieren? Dann haben sie sozusagen die Gefahr eines Duells draußen vor. Ja? Im Augenblick haben sie eine Duellsituation, bei der man nicht ausschließen kann, dass auch mal was aus Versehen passieren kann. Oder dass eine Krise aus dem Ruder läuft. Wie können sie das erreichen? Und das ist im Augenblick meines Erachtens die ganz große Frage. Die lösen wir auch nicht durch einen Cut-Off-Vertrag oder durch einen Teststopp-Vertrag. Das sind gute und interessante Projekte, aber sie lösen dieses hauptsächliche strategische Problem nicht. Dieses Problem muss erst gelöst werden, weil wir sonst Match nicht nur aller zwei, sondern aller drei, aller vier oder fünf haben und dann entweder einen neuen Rüstungswettbewerb haben, so unter den dann Atomwaffenstaaten, die alle dann einen Match-Status erreichen wollen, das heißt den der gegenseitig gesicherten Zerstörungsfähigkeit und möglicherweise ein Land wie die USA von drei oder vier dann bedrückt werden. Und die dann anfangen, einseitig in die Raketenabwehr zu gehen und zu sagen, das interessiert uns jetzt. Ich kann es gut verstehen. Und wir sind in der gleichen Situation. Es gibt jetzt mehr und mehr Kernwaffenstaaten. Und Iran macht mir schon Sorge, weil der Iran wird in der Lage sein, mit Raketen unser Territorium in einigen Jahren zu erreichen. Und er wird auch in der Lage sein, Kernwaffen herzustellen. Und mir ist die Aussicht, dass irgendein Ayatollah mit einer Vorstellung, die, was weiß ich, vom Untergang der Welt träumt, uns bedrohen kann, die ist mir außerordentlich unangenehm. Und das muss auch nicht sein. Deswegen ja auch die NATO-Raketenabwehr. Und ich sehe die eigentlich sehr positiv. Ich sehe auch, ich verstehe die russischen Bedenken, aber wir sollten die russischen Bedenken nicht kaufen, weil du hast die Russen vorschlagen, ist letztendlich gegenseitig gesicherte Zerstörungsfähigkeit ad infinitum, mit all den damit verbundenen Risiken und in mehrfacher Art und Weise. Also mein Weg, Schritte in Richtung kernwaffenfreie Welt, ist erstmal die zu sehen, dass man von den großen Arsenalen, die es noch gibt, runterkommt, dass man zum Zweiten verhindert, dass die Chinesen auch noch zu einem großen Arsenal aufwächst, dass drittens neue Schwellenmächte anfangen, es den Chinesen oder Russen nachzuahmen und wir dann wir die Wahl haben, nur noch, dass die USA sich ganz abschließen oder anfangen, nachzurüsten, wieder sozusagen den Startvertrag aufzubrechen, weil zu viele neue da sind. Also die Lösung ist meines Erachtens Verhandlungen zwischen den Nuklearwaffenmächten über strategische Stabilität bei Kleinarsenalen oder Einbeziehung von Raketenabwehr. Wie das im Einzelnen ablaufen soll, ich kann es Ihnen heute auch noch nicht sagen, aber es ist meines Erachtens die Richtung, in die man am ehesten gehen kann, weil die Unsicherheiten, die im Augenblick da sind, führen dazu, dass die Wege, die Frau Schaber aufgezeichnet hat, die für mich völlig unkontrovers wären, nicht gegangen werden, weil mehr und mehr Unsicherheit produziert, Blockierungshaltung bei wichtigen Staaten und wir sehen ja, der Teststoppvertrag ist praktisch blockiert, obwohl es ein Teststopp-Moratorium gibt, der Fissile Material Cut-Off Treaty ist blockiert, obwohl es ein Moratorium gibt. Der Wille ist irgendwo da, aber die Unsicherheiten sind zu groß. Und diese Unsicherheit wird man nur beseitigen können, indem man ist übertrieben, indem die Kernwaffenstaaten, wir haben da wenig zu melden, in diese Richtung sich bewegen. Und der einzige Kernwaffenstaat, der Impulse dazu geben kann, das sind die USA. Ich sehe das vielleicht ein bisschen Großbritannien,
die machen sich, das haben Sie ja ganz richtig gesagt, gute Überlegungen, gute Gedanken darüber, was sind Voraussetzungen. Aber ich sehe das nicht, dass es von China kommt, ich sehe nicht, dass es von Russland kommt, ich sehe nicht, dass es von Frankreich kommt. Wir können vielleicht als Deutsche ein bisschen Ideen liefern, das finde ich vielleicht manchmal ganz gut. Aber mehr als Ideen liefern und immer wieder diese Ideen zur Diskussion stellen, finde ich nicht schlecht. Wobei ich finde, wenn wir Ideen liefern, dann sollten wir sie wirklich auf das zentrale strategische Problem beziehen. Im Augenblick liefern wir nur Ideen, was den Abzug von ein paar amerikanischen Bomben in Rheinland-Pfalz betrifft. Das bringt uns nicht viel weiter in der nuklearen Abrüstung. Im Gegenteil, das führt nur in der NATO zu allen möglichen Verwirrungen und Streit geführt. Wenn ist der Kern wirklich die strategisch-russisch-amerikanische Beziehung, die müssen runter von der Duellsituation. Das müsste eigentlich in ihrem Interesse sein. Aber auch USA, China haben keine politischen Beziehungen, wo es irgendeinen Rechtfertigungsgrund dafür gibt, dass sie sich mit gegenseitiger Auslöschung drohen. Und diese Idee, dass man diese großen Arsenale braucht, um Stabilität herzustellen, von der Idee müssen wir runterkommen. Ja, das ist das große Problem. Nur den Zwischenschritt, der ist so schwierig. Ja, der Zwischenschritt ist schon Gegenstand von allen möglichen Brennstudien und was weiß ich nicht alles. Es ist so schwierig, diesen Zwischenschritt vorzudenken und zu sagen, da landen wir. Sondern das wird man wahrscheinlich in einem mühsamen, multilateralen Verhandlungsprozess machen können. Aber da kann ein Land wie Deutschland durchaus auch mal Anregungen bringen und so sagen, eigentlich ist es doch eine verrückte Situation. Ja, bleib nicht dabei und vor allem pass auf, dass es nicht noch auf weitere Länder ausgedehnt wird. Ja, dass man sich gegenseitig mit der vollständigen nuklearen Ausrottung droht. Weder China, USA, noch China, Russland, noch Russland, USA, noch wir, USA, haben in irgendeiner Hinsicht Grund, eine solche Politik einzuschlagen. Und ich denke mal, an diesem Punkt anzusetzen und zu sagen, jetzt will ich euch mal, was man da eigentlich anders machen kann, wie man sozusagen Abschreckung reduzieren kann in der Bedeutung, immer weiter mit immer kleineren Arsenalen machen kann, mit virtuellen Arsenalen, die also eine Zeit lang brauchen, bis sie mal wieder aufgewachsen sind. Das ist meines Erachtens der verschwächendste Weg. Und wenn man den gegangen ist, dann werden plötzlich all diese Sachen auch möglich. Dann wird der Fissile Material Cut-Off, der wird wie reifes Obst vom Baum fallen. Und auch der CTBT wird plötzlich wie reifes Obst, weil dafür nie ratifiziert wird, raffiniert wird. Es sind ja oftmals die unterschiedlichen Interessen, die sie teilweise durch Generationenwandel in den Griff kriegen können oder teilweise. Das war sozusagen mein Beitrag zu dieser Diskussion. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei den beiden Referenten für ihr Plädoyer und ihre Thesen, die Diskussion antreibt, so, und würde dann direkt auch in die Diskussion einsteigen. Knut, der hat sich zuerst gemeldet und dann. Also, kurze Zusammenfassung zur Annette. Ja, es wäre schön, wenn wir in einer atomwaffenfreien Welt leben, aber dem ist nicht so, weil es noch Atomwaffen gibt. Die Frage ist, sind diese Atomwaffen im Prinzip jetzt Ursache oder Wirkung? Und das haben Sie auch angesprochen nach dem Motto, warum gibt es noch Atomwaffen, warum versprechen sich Leute da was davon? Ich behaupte sogar, dass es in Zukunft weitaus mehr Atomwaffenstaaten geben wird, aus dem ganz einfachen Grunde, weil solche Staaten wie Amerika alles da in ihrer praktischen Hegemonialpolitik dazu tun, um sich selber unangreifbarer zu machen und nicht auf kooperativer Ebene auf andere Staaten zuzugehen und diese auch in ihrem kulturellen Hintergrund zu belassen. Sprich, nur wenn der Iran Atomwaffen hat, ist er in der Lage, ich sag mal, auch einen Gottesstaat zu leben, ohne dass er sich von der USA bedroht fühlen muss. Und hier, ganz ehrlich, wir müssen anerkennen, dass Atomwaffenbesitz im Prinzip das Recht beinhaltet, sein eigenes Leben leben zu dürfen. Im Übrigen, unser globales, vernetztes System, inklusive unserem Geldsystem, was auch hier in der EU momentan dazu führt, dass Staaten entdemokratisiert werden, das hat alles seinen Ursprung
auch in den USA. Und was Sie angesprochen hatten, dass Sie nicht verstehen, dass Russland mit diesem kleinen Bruttoinlandsprodukt, der sich noch sowas Großes leistet. Fakt ist, Russland ist nach wie vor ein relativ autarker Staat, der in der Lage ist, selbstständig zu wirtschaften. Und sowas wie ein Bruttosozialprodukt ist für so einen Staat erstmal sekundär. Und deshalb ist es gerade auch wichtig, weil sie halt eben nicht in derselben Liga mitspielen wie die USA, die Drohnen haben, die, ich sag mal, die Soldaten haben, die töten, in einem 8-Stunden-Job, in dem sie Drohnen quer durch die Welt schicken, Leute bombardieren und, ich sag mal, jenseits aller internationalen Gesetze handeln können. Und Atomwaffen schützen Staaten vor solchen aggressiven Handeln. Entschuldigung, wenn ich das mal so böse sage. Aber Drohnen sind ja schließlich auch in Pakistan eingefallen, also nicht ganz richtig die Theorie. Der EU wäre jetzt dran? Ja, also ich denke, wir müssen mal analysieren, warum hat der Atomwaffensperrvertrag überhaupt nicht funktioniert? Und meines Erachtens ist hier das größte Problem die Glaubwürdigkeit. Solange ein Atomwaffenstaat Atomwaffen haben wird, ist die einzige Möglichkeit, wirklich sicher zu sein, selber Atomwaffen zu haben. Und da die Atomwaffen besitzenden Staaten ihrer Verpflichtung der Abrüstung nicht nachgekommen sind, das muss man ganz deutlich sagen, und auch nicht beabsichtigen, ihnen nachzukommen, wenn man sieht, wie die Modernisierungsbemühungen laufen, wie viele Milliarden da reinlaufen, gerade jetzt die B61-Modernisierung, fast das Dreifache vom ursprünglichen Budget kostet, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass die Leute, die eben dann behindert werden, Atomwaffen zu bekommen, sagen, wenn die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, wieso soll ich dann meinen nachkommen? Wenn die mich erpressen können und das tun, es gibt Dutzende von Beispielen, dass Erpressungen ausgesprochen wurden, dann ist für mich die einzige Möglichkeit, selber Atomwaffen zu haben. Wenn wir jetzt mal hingehen und sagen, der Herr Obama hätte gesagt, dass er bereit wäre, die Atomwaffen abzurüsten, dann müssen wir mal überlegen, am 6. August 2003, das ist zufälligerweise der Hiroshima-Tag, da gab es eine Versammlung in Nebraska, wo ausführlicher darüber diskutiert wurde, wie die Atomwaffen zukünftig besser umentwickelt werden könnten, damit sie eben für die Zukunft schlagkräftiger werden, besser anwendbar werden. Das ist einer. Es gibt also da außerdem im Jahr 2003 hat der US-Kongress grünes Licht gegeben, um taktische Nuklearwaffen in konventionellen Kriegen einsetzbar zu machen. Wenn man das alles liest, dann fragt man sich, verdammt nochmal, wo ist hier die Glaubwürdigkeit? Und wenn man das liest und dann weiß, dass das andere auch lesen, dann sagen die sich natürlich, ja Moment mal, wo steht denn hier, unter welchen Bedingungen können die einsetzen? Ach, unter diesen und jenen. Und dann sind die Bedingungen so gewählt, dass man sie im Prinzip, wenn man sie selber definiert, auf fast jedes Land anwenden kann, was einem feindlich gesinnt ist. Und dann sagt man sich, ja verdammt nochmal, die einzige Möglichkeit, die ich habe, um Sicherheit zu bekommen, ist selber Atomwaffen zu haben. Und solange diese Glaubwürdigkeit nicht hergestellt wird, indem die Atomwaffen führenden Staaten wirklich und bewusst beweisen, dass es ernst meint, solange werden wir keinen Atomwaffensperrvertrag realisieren können. Annette, wolltest du was direkt auf den Knut sagen? Ja, ich würde jetzt gleich zu beiden was sagen, gerne. Dann Feuerfall. Also erstens die Sicherheit, dass es wirklich immer mehr Atomwaffenstaaten geben würde, die teile ich nicht. Es gab vor 20 Jahren eigentlich viel mehr Kandidaten als jetzt. Wir haben im Gegenteil jede Menge Erfolgsgeschichten, also Argentinien, Brasilien. Hätte man sich vor 20 Jahren gar nicht träumen lassen, dass die so freiwillig abrüsten, erst diesem Tlatelolco-Vertrag beitreten, dann eine eigene Verifikationsbehörde machen, dann dem Nichtvertrag beitreten und jetzt eine sehr konstruktive Rolle in verschiedenen internationalen Gremien spielen. Also zweite Erfolgsgeschichte Südafrika, also das war ja ein totaler Außenseiter mit einer total aggressiven
was weiß ich alles für schlimmen Politiken. Da rüsten die komplett ab. Kann man übrigens auch interessante Lehren rausziehen, wie das abgelaufen ist, wie man das verifiziert und so weiter. Also es kommen immer welche, es gehen immer welche. Das ändert sich. Kennedy hatte damals in wenigen Jahren 30 Atomwaffenstaaten prophezeit und hat dabei weniger an Iran und Irak oder so gedacht, sondern an Deutschland, Japan und so weiter. Da komme ich gleich zu dem nächsten. Der Nichtverbreitungsvertrag, den Satz, der NVV hätte überhaupt nicht funktioniert, unterschreibe ich ebenfalls nicht. Er hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wenn es diesen Vertrag nicht gegeben hätte, hätten wir die 30 Atomwaffenstaaten. Unter anderem Schweden, Schweiz, Deutschland, Japan, Belgien, wer weiß nicht noch alles. Wir haben sie eben nicht und das ist nicht zuletzt diesem Vertrag zu verdanken. Es haben zwar die deutschen Politiker alle noch dagegen lamentiert und es gibt ja auch Gerüchte, dass es durchaus Aktivitäten, auch technische Aktivitäten gegeben hat, um sowas zu studieren, vorzubereiten, Vorexperimente, weiß ich auch einiges drüber, das ist wieder eine andere Geschichte. Und all diese Aktivitäten sind in den Anfang der 70er Jahre abgebrochen worden. Ich habe mich mal mit einem Professor unterhalten, der daran beteiligt war und wollte mal genaueres wissen. Ein ganz netter Kerl, daraufhin macht er als erstes mal seine Tür zu und sagt, wir haben den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Also insofern gibt es einen Vertrag, der insofern entfaltet der auch seine Wirkung. Die Mentalität heute in Deutschland ist eine andere als damals. Es ist wie mit jedem Gesetz, es ist zum Beispiel verboten einfach irgendwo einzubrechen. Trotzdem gibt es immer wieder Einbrecher. Die Konsequenz ist nicht da zu sagen, die deutsche Gesetzgebung und so weiter ist gescheitert, sondern man lebt damit und hat dann irgendwie Strafverfolgung, Gerichtsverfahren, Rechtsstaat und so weiter, vielleicht Opferschutz und arbeitet dran rum, dass das alles noch besser wird. Und so wird man immer, auch in einer kernwaffenfreien Welt, mit Ausbrechern zu tun haben. Und es ist ganz wichtig zu überlegen, wie man mit denen umgeht. Also es werden neue Irans kommen und das sind welche, die man jetzt noch gar nicht kennt. Vielleicht löst sich das Nordkorea-Problem eines Tages von allein, das weiß man nicht und es gibt wieder was Neues. Jetzt zum Thema Amerikaner, dass die nicht glaubwürdig sind. Man muss dazu wissen, die Amerikaner sind seit Jahrzehnten tief gespalten in ein absolut konservatives Lager, was wir manchmal hierzulande gar nicht verstehen, wie man überhaupt nur so denken kann. Und sehr, sehr fortschrittliche Leute, von denen man im Gegenteil sehr viel lernen kann. Und ich muss sagen, es gibt viele Amerikaner, von denen ich viel Interessantes gelernt habe. Und die diskutieren natürlich auch untereinander. Und die haben natürlich auch eine Meinungsfreiheit, während der Präsident jetzt ganz anders als sein Vorgänger, sich hinstellt und sagt, ich sehe die Vision einer kernwaffenfreien Welt, da möchte ich hin. Gibt es gleichzeitig Hardliner, die das tierisch ärgert und die im Kongress sich hinstellen und da grünes Licht zum Einsatz von taktischen Kernwaffen geben. Also die sind auch in sich gespalten, das ist typisch für die Amerikaner. Mal kommen die einen mehr zum Zug, mal die anderen. Wir werden da wieder das eine und das andere erleben. Und auch damit müssen die umgehen. Es gibt aber ebenfalls viele Amerikaner, die auch in ihrer Gesellschaft dafür arbeiten, überzeugende Argumente zu finden. Es stellen sich auch jetzt Amerikaner hin und sagen, der Teststopp lässt sich ja gar nicht verifizieren, wo jeder weiß, es stimmt nicht. Es gibt ja auch welche, die stellen sich hin und sagen, die Evolution hat nie stattgefunden, Gott hat die Welt innerhalb von wenigen tausend Jahren erschaffen und das muss gefälligst genauso in der Schule gelehrt werden wie die Evolutionstheorie. Also bei uns käme niemand auf die Idee zu sagen, Evolutionsbiologie wäre ideologisch. Das ist, also insofern möchte ich doch dafür plädieren, den Nichtverbreitungsvertrag weiterhin als einen wichtigen Meilenstein zu nehmen, und daran zu arbeiten, dass die Zahl dieser Kernwaffenstaaten darin reduziert werden. Herr Krause hat es ja schon gesagt, die Briten sind die einzigen, die wirklich diskutieren, ob sie ihre Kernwaffen nicht überhaupt abschaffen sollen. Und da sollte man sie für loben und diese Diskussion unterstützen und freundschaftlich verfolgen. Und auch in den USA gibt es solche Stimmen, in Frankreich noch nicht, aber das kann man mal sehen. Also so viel für jetzt.
Herr Professor Dr. Kraus, Sie wollten auch dazu noch was sagen? Noch? Ja, ich kann mich eigentlich fast uneingeschränkt mit dem assoziieren, was Frau Schaber da gesagt hat. Vielleicht nochmal einige Bemerkungen. Wer ein Recht auf ein eigenes Leben haben will, der muss Atomwaffen haben, um sich vor den USA in Sicherheit zu bringen. Also ich kenne nur drei Leute, die so argumentiert haben. Der eine heißt Ahmadinejad, der andere heißt Kim Jong-il, der dritte Gaddafi. Die letzten beiden sind inzwischen tot und ansonsten denkt keiner so. Gott sei Dank kann man sagen, weil diese ganze Blase, mit dass die USA, dass sie nicht kooperativ seien, ich will Ihnen nur mal sagen, wir haben eine kooperative internationale Ordnung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, weil die USA sie eingeführt haben, nicht weil wir sie eingeführt haben. Das ist keine deutsche Erfindung. Das ist nicht mal eine europäische Erfindung, sondern es ist eine amerikanische Erfindung. Dass das manchmal heute in den USA selber wieder kritisch gesehen wird, ja, weil es dort ein sehr unterschiedliches politisches Spektrum gibt, ist eine andere Seite. Aber alle Ideen in Richtung eine kooperative Weltordnung kamen eigentlich immer aus den USA. Und nun ausgerechnet diesem Land zu unterstellen, dass es unkooperativ sei und deswegen jetzt alle ein Recht haben, auf Kernwaffen zu gehen, das wird wirklich nur von solchen Spinnern wie Ahmadinejad gesehen, aber nicht von den anderen verantwortlichen Politikern in anderen Ländern. Wenn das so wäre, wie Sie gerade gesagt haben, dann müssten wir 100 Kernwaffenstaaten haben. Oder 100 Staaten, die interessiert sind an Kernwaffen. Das ist nicht der Fall. Es sind wirklich nur zwei, drei Staaten, wo man das sagen muss. Der Rest ist im Grunde genommen sehr prinzipientreu und das ist noch viel besser heute als noch vor 20 Jahren. Ja, die Probleme, die es vor 20 Jahren gab oder 30 Jahren, die gibt es heute nicht mehr. Und meine einzige Sorge ist, dass sich aus dem Fortbestehen der amerikanisch-russischen Duellsituation sozusagen der Kern einer neuen Dynamik ergeben kann, die mir Sorge macht. Ja, und das wird nicht nur von mir gesehen, das wird auch von vielen in den USA gesehen, von vielen sehr vernünftigen Leuten, die es dort gibt. Und da sehe ich eigentlich den Ansatzpunkt, dass möglicherweise aus diesem fortbestehenden russisch-amerikanischen und einer sich entwickelnden chinesisch-amerikanischen Konkurrenz oder chinesisch-russischen Konkurrenz irgendwas Neues kommt, worüber wir in 20 Jahren sagen, Mensch, warum hat man nicht rechtzeitig gesehen, dass sich hier eine unangenehme Dynamik entwickelt. Ich habe dich auch, er kommt nach ihm. Was ich noch beleuchten wollen würde in der Beziehung Hegemonität, Unilateralität seitens der USA, dass auf der einen Seite die Abrüstung bisher besser funktioniert hat, wenn sie unilateral war. Also dass man multilateral abrüstet, ist bisher relativ neu, also nuklear vor allen Dingen. Und hat eher Kooperationsschwierigkeiten eben hervorgebracht, beziehungsweise die waren dafür verantwortlich, dass es nicht so gut funktioniert hat. Deswegen ist es sehr löblich, meiner Meinung nach, dass die USA weitere Schritte gehen, insbesondere in Richtung Transparenz. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben, dass ein Hegemon Abrüstung anstoßen kann. Aber was er nicht überzeugend leisten kann, ist meiner Meinung nach die Kontrolle über andere Atomprogramme in anderen Ländern. Da ist er nicht geeignet, weil die Weltöffentlichkeit zunehmend skeptisch ist. Das ist das Stichwort Weltpolizei. Dafür ist die USA schlichtweg nicht verantwortlich. Und deswegen würde ich sagen, man muss die Dynamik, die aus unilateralen Abrüstungsprozessen hervorgeht, nutzen, um multilaterale, also eher supranationale Institutionen für die Kontrolle herzustellen. Und wirklich darauf das Augenmerk herstellen, dass es unabhängige Institutionen braucht, denen niemand eine Parteilichkeit vorwerfen kann und die technisch und fachlich auch die notwendige Expertise haben. Was? Nein, du hast dich doch gemeldet. Ja, aber das hattest du dann schon. Hab ich schon. Dann ist Joe dran. Und dann vielleicht kommst du. Ich habe mir zwei Dinge aufgeschrieben. Das eine ist, NVV hat funktioniert. Das mag richtig sein, das funktioniert. Aber ich habe letzte Woche mit einem befreundeten Arzt im Iran telefoniert, der lange in Deutschland studiert hatte. Wir haben uns auch darüber unterhalten und er sagte, du glaubst gar nicht, wie viele hier bei uns, die eigentlich gegen das System sind, den NVV ansehen als einen mafiösen Schutzgeldvertrag. Das heißt,
hier stellt einer hin, der hat Waffen und sagt, ihr dürft euch keine kaufen, dann beschützen wir euch. Aber wenn ihr euch die anschafft oder wenn ihr auch nur plant, die anzuschaffen, dann kriegt ihr von uns eine aufs Dach. Das heißt, dieser MVV mag funktioniert haben, aber nur durch den extremen Druck, der damit verbunden war. Der ist nicht aus sich herausgekommen. Der ist nicht aufgrund einer moralischen oder einer ethischen Überzeugung gewählt worden oder weil die Leute glaubten, dass dieser Vertrag ihnen Vorteile bringt. Die Leute haben sich nur deshalb an den Vertrag gehalten, weil sie sonst wirtschaftliche Probleme bekommen haben, weil sie sonst Druck bekommen haben, weil sie diplomatischen Ärger bekommen haben, aber nicht, weil sie überzeugt waren davon. Okay, das nächste, was ich mal aufgeschrieben habe, es denkt keiner so, es denkt keiner so, das mag vielleicht hier sein, aber wenn man sich den arabischen Raum anguckt und wenn man den asiatischen Raum sich anguckt, wo ich 15 Jahre gelebt habe, da ist das total unterschiedlich. Da denken die Leute wirklich so. Das mag hier vielleicht nicht durchkommen und vielleicht die Politiker sagen das natürlich auch nicht offen. Aber wenn man mit den Leuten auf den Straßen spricht, wenn man mit den Shopkeepern spricht, wenn man mit den ganz normalen Leuten spricht, dann denken die das und sprechen das auch aus. Das ist nur einfach so. Und dann kooperative Weltordnung habe ich mir noch aufgeschrieben. Das Wort kooperative Weltordnung. Es ist nun mal so, dass die USA eine kooperative Weltordnung dort aufgestellt hat, wo es ihnen von Nutzen ist. Genauso wie sie die UN ganz bewusst nach eigener Aussage so lange mit der UN machen, wie es möglich ist und dann eben ohne die UN arbeiten. Das heißt, kooperativ, solange es für sie von Nutzen ist, aber darüber hinaus nicht. Und deshalb, das ist nun mal einfach so, das ist der Widerspruch, den ich sehe. Und solange es diese moralische, ethische Überzeugung nicht gibt, die die führenden Nationen nur geben können, solange werden sich die anderen kleineren Nationen mit Sicherheit nicht überzeugen lassen. Ich weiß, dass du jetzt direkt darauf antworten willst, aber der Boris wartet schon so lange, deswegen nehme ich ihn jetzt erstmal. Ich bin da etwas verwirrt jetzt, ohne jetzt an dieses Debatten jetzt einzusteigen, was für uns jetzt hier so ein bisschen für den Einzelnen das wichtigere Thema ist. Also, ist es wichtiger, die Verbreitung von Atomwaffen in neue Staaten, die dann womöglich auch 10, 20, 100 Atomwaffen bauen? Oder ist es wichtiger, dass wir gucken, dass die beiden großen Atommächte, USA und Russland, ihre Bestände erstmal reduzieren, wie er gesagt hat? Das ist sozusagen das näherliegende Ziel ist, über was man dann sozusagen auch bei anderen Staaten einen Sinneswandel vielleicht langfristig einleitet, der dann dazu führt, dass eigentlich brauchen wir nicht Atomwaffen oder eigentlich brauchen wir nicht so viele Atomwaffen zumindest. Das sind ja zwei verschiedene Becken. Da bin ich jetzt etwas verwirrt, was sozusagen für uns der Ansatz ist, wo wir uns sozusagen drauf stürzen, als Piratenpartei Frankfurt, Deutschland, Hessen. Offenbach. Hessen. Ich habe Frankfurt gehört. Du bist fertig? Ja. Gut, dann übergebe ich eine. Also der MVV-Beitritt, der mag vielleicht ich fange mal bei Deutschland an, zunächst ziemlich mit Druck erfolgt sein, aber andere Staaten wie zum Beispiel Belgien, Schweiz, Italien und so weiter, die haben durchaus ihre Interessen abgewägt. Und nach wenigen Jahren haben wir eigentlich den Vorteil dieses Vertrags erkannt. Also ich denke, unsere NVV-Mitgliedschaft ist ganz bestimmt nicht aus Druck, sondern ich denke, also persönlich bin ich heilfroh, dass es so gekommen ist und nicht anders. Und wir haben davon was. Und so sieht das eigentlich so ziemlich jeder, der ein bisschen was von dieser Materie versteht, quer auch durch alle Parteien. Als es die Piraten noch nicht gab, habe ich ja auch schon Politikberatung für SPD, CDU, Grüne und die FDP gemacht, sowohl in Hessen als auch für die Bundesparteien, auch für den Unterausschuss für Abrüstung und Rüstungskontrolle, und habe noch nie eine andere Meinung gefunden. Ich hatte dann auch später die Gelegenheit, mich mit ziemlich vielen Diplomaten aus aller Welt zu unterhalten, also zum Beispiel bei den Teststopp-Verhandlungen oder so. Da gibt es zwar einerseits viele Ressentiments wegen Machtgefälle USA und andere Staaten, aber diese Ressentiments wegen Nichtverbreitungsvertrag ist eigentlich eher sekundär. Das kann man genau dann anschauen, wenn man die Überprüfungskonferenzen studiert.
Da wird immer, die Überprüfungskonferenzen finden alle 5 Jahre statt. Da wird festgestellt, wie erfolgreich ist der Artikel 6 implementiert, wie erfolgreich ist die Nichtverbreitung gewesen und so weiter. Und jeweils, es hängt ein bisschen, also natürlich von der amerikanischen Politik ab, ob es da einen Erfolg gab oder nicht. Unter der Bush-Regierung war es ein Misserfolg, also 2005 war ein Riesenmisserfolg, aber das lag nicht zuletzt daran, dass die Bush-Regierung die schon begonnenen Abrüstungsschritte wieder hat fallen lassen. Also dass der NVV-Beitritt von so vielen Staaten alle nur unter Druck passiert ist, das stimmt einfach nicht. Es haben 1995 hat auch die Bundesregierung selbst fleißig mitgeholfen, noch viele fehlende Beitritte einzusammeln. Das haben unter anderem in Afrika sonst wo. Da sind 20 weitere Staaten, die sich mit eingetreten, also nicht nur wegen Deutschland, sondern wegen anderen. Und zwar, weil sie überzeugt waren, dass es ihnen tatsächlich Vorteile bietet. Die andere Frage, also eine andere Sache ist, der Sicherheitsrat muss tatsächlich unbedingt reformiert werden. Und die Kritik an USA, dass die den Sicherheitsrat mal so benutzen und mal so, ist durchaus berechtigt. Das spricht trotzdem nicht gegen den NVV. Das ist ein anderes Thema und das wäre durchaus auch mal ein Seminar wert, dass wir die Zukunft des Sicherheitsrats diskutieren, aber dann nicht nur mit dem Beispiel Nichtverbreitung, sondern auch andere Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Es gibt ja viele Themen, wo man meint, man müsste vielleicht eingreifen oder auch nicht. Kritik an USA ist in vielerlei Hinsicht durchaus berechtigt, das muss trotzdem nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Schließlich die Frage, wollen wir erst Abrüstung oder erst Nichtverbreitung? Das ist eine total müßige Frage. Wir wollen beides und wir arbeiten an beiden und nehmen das, was wir schon mal kriegen können. Also das finde ich immer ganz schlimm, wenn das so als Gegensatz dargestellt wird. Sowohl auch beim Teststück-Cut-Off, 2 Beispiele, auch sonst wo. Also es kann doch nicht die Weiterverbreitung die Antwort sein, wenn die Abrüstung nicht richtig klappt und umgekehrt. Das, im Prinzip müsste sich das gegenseitig verstärken. Professor Dr. Kraus? Ja, noch einiges, was das nur ergänzt, muss ich sagen. Also, Verträge sollen auf moralische und ethische Überzeugung aller daran Beteiligter beruhen. Das wäre sehr schön, aber ich kann mich an keinen Vertrag in der Weltgeschichte erinnern, in dem das der Fall war. Sondern Verträge funktionieren meistens so, dass führende Mächte, das sind Hegemonialmächte. Es kann mehrere sein, es kann auch nur eine Macht sein, versuchen eine Koalition zu bilden und daraus eine internationale Regelung zu treffen. Und da bedarf es manchmal anfangs ein bisschen Armstwisting, manchmal sehr viel Überzeugungsarbeit, manchmal muss man ein bisschen Druck ausüben, aber auf die Dauer läuft das nur, wenn sozusagen mehr und mehr zur Einsicht kommen, das läuft so. Und beim nuklearen Nichtverwahrungsvertrag ist das so gewesen. Es war eine Menge Armstwisting am Anfang, Menge wirklich totale Feindschaft und Unverständnis gegenüber der deutschen Politik bis in die sozialliberale Koalition hinein, also bis in die 70er Jahre. Und das hat sich heute alles geändert. Und das zeigt, dass nur so internationale Regime funktionieren können, dass Hegemonialmächte das machen und sich manchmal auch über die Interessen anderen wegsetzen. Mir fällt nur ein, auch die europäische Integration, sind wir heute ganz stolz drauf. Die wäre nicht passiert, wenn es nicht massiven Armstwisting Ende der 40er Jahre gegeben hätte. Denn damals war Frankreich auf einem ganz anderen Trip. Die wollten eigentlich schon wieder so ein Versailles-Regime für Deutschland machen und so weiter und so fort. Also ich bin da, man muss da das ganz realistisch sehen. Das ist auch die Frage, die Sie angeschnitten haben, kann die USA Weltpolizist sein und muss man das nicht unparteilichen parteiischen Institutionen geben? Im Prinzip haben Sie natürlich völlig recht. Nur das Problem ist, die unparteiischen Institutionen sind ja auch immer nur Institutionen, die bestehen aus verschiedenen parteiischen Staaten. Und ein Problem mit vielen multilateralen Organisationen, das ist hauptsächlich die Vereinten Nationen, ist, dass häufig gar nichts dabei rauskommt. Ja, weil alle sich auf eins einigen können, nämlich nichts zu tun. Weil man, das haben wir in Jugoslawien, die ganzen Konflikte in den 90er Jahren erlebt. Das war im Grunde genommen ein riesiger Verschiebebahnhof, wo jeder versucht hat, die Verantwortung fürs Nichthandeln irgendwo abzuschieben. Das heißt, sie brauchen Führungsstaaten in den internationalen Organisationen, die sich für das Gemeinwohl, ich sage mal ganz bewusst, das globale Gemeinwohl einsetzen, damit natürlich immer auch mal ihre eigenen Interessen verbinden. Aber das hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn das Gemeinwohl irgendwo mit reinkommt. Denn sonst kriegen sie auf Dauer
keine anderen Staaten mit dazu, das dauerhaft mitzumachen. Immer nur mit Arms-Twisting, das können sie nicht machen. Das hat die Sowjetunion versucht im Warschauer Pakt. Das war eine wunderschöne internationale Organisation, die ist in dem Augenblick zusammengebrochen, wo der Arms-Twister nicht mehr tätig war. Und das sind einfach Fakten der internationalen Politik, die kann man zwar beklagen, aber die Alternativen sind nicht da. Es ist ja schön, wenn man sagt, gut, wir haben eine unparteiliche Organisation. Manchmal läuft das auch. Es gibt Peacekeeping-Operationen in Afrika, die laufen viel besser ohne die NATO. Ja. Manche laufen nur mit der NATO. Das ist mal so, mal brauchen sie den Hegemon, mal ist es besser, sie haben den Hegemon irgendwo nicht da. Da gibt es keine allgemeine Regel. Nochmal ein Punkt zu dem Ihren iranischen Freund, der sagt, ja, wir sind also auch gegen den NVV. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass dieser Konflikt von der iranischen Führung ganz bewusst, der internationale Konflikt, aufgebaut wird, um die innenpolitische schwache Legitimationsbasis zu verbessern. Das ist nämlich der eigentliche Kern des iranischen Konflikts. Nicht, weil sie die letzten Aufrechten sind, die sich dem amerikanischen Hegemon entgegenstellen, sondern es ist ein total korruptes Regime, welches schon längst nicht mehr die Unterstützung der Bevölkerung hat, aber mit solchen Kisten schaffen sie es selbst, dass Leute, die in Opposition zu ihnen stehen, sagen, ja, der NVV, das ist ja was ganz Verschiedenes. Das, finde ich, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das eigentlich hier im Vordergrund steht, nämlich die Unsicherheit dieses Regimes. Knut, du willst direkt darauf antworten? Es geht in die gleiche Richtung, und zwar einmal zur Annette. Du hast wunderschön beschrieben, welche Spinner mit Regierungseinfluss da sind, die Kreationisten. Auf der anderen Seite viele, ich sag mal, weltoffene Leute, die tolerant sind und Ahnung von vielen haben. Wenn du Amerika aber als Staat siehst, muss ich dich fragen, willst du wirklich so einen schizophrenen Verhandlungspartner, wie ernst möchtest du den nehmen? Und zu Ihnen möchte ich Ihnen sagen, was Sie in Ihrem ersten Vortrag völlig auch außer Acht gelassen haben, wollte ich auch so erstmal nicht ansprechen, ist die McCarthy-Ära in den USA. Dort gab es eine Inquisition, wo jeder, der auch nur im Verdacht stand, dem Kommunismus nahe zu stehen, verfolgt wurde. Und zwar verfolgt eigentlich gegen die eigenen Gesetze der USA. Und genau so etwas passiert momentan auch, dass sich die USA Rechte herausnehmen, die für ihre eigenen Soldaten, für ihre eigene, ich sag mal, militärisch-außenpolitisches Verhalten, die dazu führen, dass man die Hegemonialmacht zwar wahrnimmt, aber nicht mehr, ich sag mal, als legitim ansieht. Das heißt, in dem Moment, wo die Hegemonialmacht, ich sag mal, ihre Fähigkeiten dazu einsetzt, etwas besser zu machen, und zwar dies auch so weit, dass andere das glauben, was Sie angesprochen haben über Gemeinwohl, wobei Gemeinwohl nie definiert ist. Das heißt, es ist immer die Frage, wessen Gemeinwohl. Aber wie gesagt, solange eine möglichst große, breite Staatengemeinschaft glaubt, dass diese Hegemonialmacht etwas Gutes macht, wird sie auch unterstützt. Aber gerade das sehe ich seit 9/11 zwar am Anfang noch gegeben, aber mittlerweile fühlten sich die meisten Staaten doch irgendwo auch instrumentalisiert. Ich habe mich jetzt mal selbst auf die Liste geschrieben von einigen Zeitschriften. Und zwar will ich da ein bisschen einhaken, was Boris gesagt hat. Nämlich, dass wir ja auch ein bisschen darüber diskutieren wollen, was das jetzt für uns heißt, was wir jetzt gehört haben. Also für uns, Piratenpartei, Deutschland, Schrägstrich Hessen, Schrägstrich Frankfurt, Schrägstrich Angeschlossene. Da bin ich noch ganz Bornheime und Bäumgesheime und Hausen jetzt auch nicht gesperrt. Klammer auf und Freunde, Klammer zu. Also ich denke mal, wir haben jetzt zwei Positionen, ich denke, also zwei verschiedene, ich sage jetzt mal Thesensammlungen gehabt, die eigentlich sich ja nicht mal, die sich eher ergänzen sogar gegenseitig teilweise, wie ich finde. Aber es geht auch darum,
wie gehen wir jetzt damit um? Was ist unser Weg? Ist zum Beispiel unser Weg eher Global Zero tatsächlich oder sind wir jetzt ein bisschen bescheidener oder ziehen wir erstmal auf ein, das hast du so wunderbar notiert, auf die kleineren Arsenale erstmal. Ja? Also wo ich persönlich zum Beispiel finde, das eine ist der Weg zum anderen. Also der Weg zum Global Zero führt über die kleinen Arsenale, dass man halt sagt, dass sich die Kernwaffenmächte halt auf ein Niveau einigen. Ich meine, wenn man zum Beispiel sagt, Israel ist ja zufrieden, das ist ein tolles Niveau, was ihr habt, könnt ihr andere das auch machen, theoretisch. Gehen wir jetzt einfach mal von der Annahme aus, dass das kleinere Arsenal ein Weg zum Global Zero ist. Oder ist Global Zero das, was wir als Piraten fordern wollen? Wie seht ihr das? Was wollen wir Piraten aus diesen Informationen, die wir jetzt haben, machen? Stefan? Ich denke, Global Zero ist kein allzu konkretes Politikziel. Darüber hinaus, dahin führen ja ganz viele konkrete Wege, die eigentlich viel wichtiger sind zu formulieren, weil nur die über die Idee hinaus ja die Kooperationsprobleme lösen. Und deswegen stellt sich jetzt die Frage, welchen Weg geht man? Ich sehe da teilweise auch nicht so den Widerspruch zwischen ihnen beiden, aber was mir teilweise wichtig ist, jetzt auch gerade im Blick auf nächstes Jahr, was machen wir eigentlich als hoffentlich Oppositionspartei im Bundestag mit der Position? Also wo können wir unseren Beitrag leisten? Zudem noch Oppositionspartei in einem Land, das keine Kernwaffen hat, also so ein bisschen abseits des Dialogs steht. Also das ist mir das Wichtige, weil wir sitzen da nicht mit am Verhandlungstisch mit Russland und den USA und können wirklich massiv drauf auswirken, aber irgendwas werden wir sicherlich machen können. Und da würde ich mir gern jetzt eine Diskussion darüber erhoffen und auch antworten. Du hattest dich gerade noch gemeldet. Ja, ich will noch was kurz sagen dazu. Also Amerika, die Politik in Amerika ist wirklich ein Wechselbad der Richtungen und der Gefühle. Und wenn man jetzt Amerika pauschal verdammt dafür, dass dort verschiedene Richtung und Einflüsse sich abwechselnd durchsetzen kann, dann ist das sicherlich falsch. Wir Deutschen sind, glaube ich, auch nicht in einer Position, dass wir den Amerikanern sagen können, was sie tun oder lassen sollten. Ich finde das, aber sie kommen gerne zu uns Deutschen, sie übernehmen gerne deutsche Worte, Schlagworte. Ja. Also wenn man an entsprechenden Stellen, jetzt wie zum Beispiel die beiden Referenten hier bei uns in Gespräche hineinkommen, dann können auch andere Leute, die verantwortlich Gedanken und auch Spezialisten auf Gebieten sind, können die ohne weiteres Vorschläge machen. Und dadurch, durch die Injektion von diesen Vorschlägen, ich glaube, da ist auch überhaupt kein Widerspruch zwischen den beiden Vorschlägen, die wir hier gehört haben. Das eine ist der Formalismus, der notwendig ist, um überhaupt Material und Waffen unter Kontrolle zu bringen. Ja, und die weitere Verbreitung, das weitere Staaten so etwas einführen. Und das andere ist der politisch, das ist mehr ein technisch-administrativer Kontrollansatz für Regulatorien und das andere ist mehr diese politische Richtung, die über die Bedürfnisse der einzelnen Länder geht. Ja. Russland, haben wir ganz klar gesagt, dieses riesige Territorium, schon Bismarck hat sich hingestellt und hat gesagt, lass die Russen da drüben machen, die haben ihr Problem, weil der Zar weiß gar nicht, was am Ende von seinem Reich passiert. Ja. Und die Chinesen betreiben eine gezielte, das weiß man heutzutage, Einwanderungspolitik, dass sie junge Chinesen nach Sibirien hineinschicken, dort in das Land. Warum sie das tun, da kann man nur drüber spekulieren, aber Russland hat keine Möglichkeiten, das zu verteidigen und der erste große Krieg im Zweiten Weltkrieg oder der erste große Schlachten, die wurden zwischen Japan und zwischen Russland im fernen an der mongolischen Grenze geführt. Die großen Panzerschlachten schon, bevor das überhaupt hier in Europa alles losging. Und man muss sich aus der militärischen Sicht auch einmal überlegen, dass Atomwaffen nur einen Wert für die Abschreckung haben. Für einen offensiven Kampf, und da widerspreche ich jetzt entschieden, Ahmadinejad ist nicht verrückt. Denn man ist kein Verrückter. Denn er verfolgt genauso wie in Korea, der jetzt Verstorbene, eine gezielte Politik, Macht zu halten und die Macht im eigenen Land auszubauen und darüber, dass er sich in diese Position begibt und auch diese Entwicklung macht. Ob dabei eine ernsthafte Absicht besteht oder nicht, sei mal dahinter gestellt. Und dann ist der Teil genauso wie bei den Verhandlungen, aus meiner Sicht zumindest, der Politik und militärische Dinge sind zweierlei. Wenn die Soldaten und die Offiziere und die Militärs
einen Auftrag von der Politik erhalten, dann ist das ein Mandat. Sie verfügen über ganz andere Mittel und Möglichkeiten. Sie denken nicht im politischen Umfeld, aber die Politik muss tätig sein und muss verhindern, dass die Militärs überhaupt in die Position hineinschlüpfen, sich Gedanken zu machen über den Einsatz von Atomwaffen. Und dann kann man die Forderung stellen, Global Zero A ja und B, wir gehen jetzt den Weg dahin, jeweils wo Möglichkeiten sich bieten, auf dem Weg auf dieses Ziel zu kommen. Weil mit einem Schlag kriegt man das nicht hin. Nicht alle werden mitspielen dabei. Und die Sicherheit, der Sicherheitsrat ist das andere Problem. Da spielen nicht nur Amerikaner ihr Spiel da drin. Da spielt jeder, der einen festen Sitz hat. Und selbst die Deutschen haben, wenn man immer sagt, Indien möchte einen Platz haben. Bei uns gibt es genug Politiker, die vielleicht keine Atomwaffen haben wollen, aber einen Sitz im Sicherheitsrat, einen festen, da liebäugeln alle. Das ist auch so, wie ich bin ein toller Kerl in der Politik. Und genau dieser Anspruch, den sollten wir Deutschen vielleicht gerade mal zurücksetzen. Das ist vielleicht in der Verbindung, dass der Sitz im Sicherheitsrat nicht gleich Atommacht ist. Ja, dass davon Abstand genommen wird. Das ist vielleicht auch noch politisch gesehen, damit dieser Prozess ins Fließen kommt, dass man nicht diese Ansprüche stellt. Ja, erstmal zum Thema. Wie könnten sich die Piraten, falls sie mal im Bundestag sind, verhalten? Dazu muss man sagen, das, was wir heute so gehört haben, ist tatsächlich inzwischen wenig kontrovers. Das war in dem Kalten Krieg ganz anders. Da waren die Fronten verhärtet zwischen den Abrüstungsbefürwortern. Und das war eine ganz, ganz andere Zeit. Das ist jetzt nicht mehr so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich sich Positionen nur in Nuancen unterscheiden. Also Herr Krause und ich unterscheiden uns ein bisschen in der Bewertung eines Raketenabwehrsystems. Also das sehen wir offensichtlich sehr unterschiedlich. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber im Prinzip die nächsten Schritte, da sind sich zumindest in Deutschland alle ziemlich einig. Also wenn die Piraten mal in der Opposition sind, werden sie wahrscheinlich, also ich würde davor warnen, krampfhaft eine neue Position zu suchen, nur um sich irgendwie abzuheben, damit man anders ist. Also da gibt es andere Themen, die Piratiker sind besser geeignet. Also bei diesen Themen sollte man Sachverstand haben und je nach Sachverhalt mal so und mal so und mal so sein. Es kann sein, dass man sich plötzlich mit der CDU einig ist, am nächsten Tag mit der FDP oder sonst wie. Es gibt also, vielleicht kriegt man dann einen Vertreter in den Unterausschuss für Abrüstung und Rüstungskontrolle. Das ist der Ausschuss vom Bundestag, der sich mit diesen Themen befasst. Und wenn man da einfach so ein bisschen fleißig ist, dann kann man sich profilieren. Also ich habe schon immer wieder Experten eingeladen, je nach Thema. Und ich war auch schon öfter mal da. Und alle Experten sind sich einig, in diesem Ausschuss kann man eigentlich nicht nach Parteien unterscheiden, sondern nach Fleißigen und Faulen. Es gibt die Fleißigen, die lesen die Papiere und wissen ein bisschen Bescheid und fragen nach. Und es gibt die Faulen, die haben eigentlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht und wissen gar nicht, worum es geht. Und das hat nichts mit Parteizugehörigkeit zu tun. Also es gibt zum Beispiel, also wer fleißig war immer, das war die Uta Zapf von der SPD, die war da immer drin. Die hat sich auch ab und zu bei uns im Institut eingeladen, da kam ein Brief, also sie würde sehr gerne vorbeikommen und folgende Themen diskutieren, erstens, zweitens, drittens, viertens. Dann hat sich die ganze HSFK versammelt und Frau Zapf kam zu Besuch und wir haben erstens, zweitens, drittens, viertens schön durchdiskutiert. So, und da hat sie gesagt, danke, jetzt habe ich was gelernt und jetzt wieder abgezogen. Also das kommt immer drauf an. Und also ich würde dafür plädieren, dass erstens die Piraten dafür sorgen, dass sie einen bestimmten Sachverstand haben. Und zweitens gibt es natürlich schon persönliche Meinungen, die ich hier heute auch alle gesagt habe. Die sollte man, fände ich schön, wenn die Piraten die offiziell als Position vertreten würden. Man darf sich aber nicht wundern, wenn man ähnliche Positionen dann auch bei der einen oder anderen Partei wiederfindet. Das ist eigentlich in der Materie. Ja, okay. Joe? Also ich bin der Meinung, Global Zero ist die einzige Lösung, mit der wir verhindern können, dass neue Atommächte auftreten und immer mehr Atommächte auftreten. Für mich ist Global Zero die einzige Alternative, weil es auch die einzige Alternative ist, die Leute zu motivieren und nicht nur zu zwingen, etwas nicht zu tun. Insofern, worin ich große Hoffnung habe, ist das, was der Professor Krause gesagt hat, dass nämlich
die Militärs inzwischen in der Lage sind, Waffen zu bauen. Es gibt ja die Mutter aller Bomben zum Beispiel, die inzwischen Sprengkraft hat, die an kleine Atombomben heranreichen. Also insofern gibt es tatsächlich schon Waffen, die inzwischen taktische Atombomben durchaus ersetzen können. Und wenn dieser Trend, sag mal, wenn sich das verstärkt, dann könnte es durchaus sein, dass sich in den USA ein Wandel denkt. Vor allen Dingen jetzt auch, weil man diese erheblichen Steigerungen bei der Renovierung der B-61 sieht. Die sollen ja jetzt inzwischen das Vierfache kosten von dem, was ursprünglich war. Das heißt, dieses alles zusammen könnte durchaus so viel Druck machen, dass man sagt, es lohnt sich jetzt nicht mehr. Das wird einfach zu teuer und es macht auch psychologisch keinen Sinn mehr. Also unterstützen wir das, was wir in Großbritannien sehen und was wir vielleicht in anderen Ländern auch erkennen, gehen wir hinter Global Zero. Das wäre meine große Hoffnung. Und wenn das passieren würde, dann sehe ich eine Chance dafür, dass wir Global Zero durchsetzen können. Und das wäre das, wohin ich arbeiten würde. Also, ich habe jetzt noch nicht sehr viel darüber nachgedacht, aber man könnte doch, wenn der UN-Sicherheitsrat... Brauchst du jetzt deinen... Ja, ich brauche... Hast du Notizen? UN-Sicherheitsreformiert werden könnte und jedes Land halt so und so viel Sitze nach ihren... seiner Größe halt hat, dann könnte man doch auch die Atomwaffen in den UN-Sicherheitsrat unterbringen. Und dann... Also das ist gar nicht so dumm, also sowas Ähnliches... Weißt du, der Sicherheitsrat, der ist nochmal eine extra Diskussion, die ist ganz schwierig, aber das ist natürlich eine Idee, die man dann mitdiskutieren könnte. Ich glaube, da könnte man wirklich auch ganz kurz, oder müssen wir noch wirklich mal ein eigenes Seminar drum machen. Also wir haben das auch schon auf dem Wunschzettel für den künftigen Campus stehen. Ich wollte nochmal auf Ihre Frage, was Ihre Partei machen kann. Ich bin da nur Wechselwähler, aber wenn ich so als Wechselwähler das sehe, wenn Sie einen großen Gefallen tun können, halten Sie sich von all dieser politischen Schaumschlägerei fort. Also diese... Ich meine, wenn Sie sich mal unseren Außenminister anschauen, ist mit 17% fast gewählt worden, ja? Weil er zu der Zeit die Dinge klar auf den Punkt gebracht hat. Nicht in der Außenpolitik, sondern in der Wirtschaftspolitik. Ja? Klar auf den Punkt. Nicht immer diese wunderschönen politischen Formelsprache, die mehr und mehr Leuten einfach zum Halse raushängt. Seitdem er Außenminister ist, ist er wie umgeschaltet. Ja? Man kriegt eigentlich nichts Vernünftiges mehr raus aus ihm, das ist nur noch politische Formelsprache. Und ich glaube, Sie fordern ja oft auch Transparenz. Ein Beitrag zur Transparenz ist auch, dass man politische Formelsprache einfach mal entlarvt oder sagt, die machen das nicht mit. Ja, das muss ja nicht heißen, dass man grundsätzlich andere Positionen hat als die anderen Parteien. Ich finde, das sehe ich genauso wie Annette Schaber. Aber dass man vielleicht manchmal sagt, liebe Leute, wir erklären euch jetzt mal, warum das so ist. Und wir erklären das nicht nur mit Gutmenschentheorie, sondern wir versuchen das einfach mal ganz normal zu begründen, logisch, rational zu begründen. Und wir wollen das nicht nur mit irgendwelchen großen, schönen Formeln, die schön klingen, aber wenn man dran bohrt, dann ist das wie so eine Seifenblase, sondern wir wollen das konkret machen. Da können Sie meines Erachtens sich einen Namen machen, weil wenn ich Ihre Konkurrenzparteien anschaue, das sind FDP und Grüne, ja, da finden Sie das nicht. Bei den Grünen ist das Gutmenschentum am Überlaufen und bei der FDP ist es auch nicht anders. Und das ist in vielen Politikbereichen so, ob in Außenpolitik oder in vielen innenpolitischen Bereichen, da haben Sie durchaus ein Potenzial und durchaus etwas, wo Sie also auch Wechselwähler ansprechen können, denen dass diese ganze Rhetorikkiste langsam zu viel wird. Ja, weil man von lauter Gutmenschenrhetorik gar nicht mehr weiß, wo liegen die Probleme, ja, und wie muss Politik eigentlich mit Problemen umgehen. Denn Politik ist zu 90% eigentlich Problemlösung. Und nicht immer nur Problembeschwörung endet mit schöner Sache. Wir wollen Sie auch dafür einsetzen, die Mündigkeit des Bürgers zu fördern. Das würde genau in diese Richtung stoßen. Ja. Sebastian. Ja, genau. Annette hatte ja vorhin dieses schöne Bild aufgemacht von der Büchse der Pandora, die da geöffnet ist. Und ich finde, das ist ein ganz interessantes Bild, weil letztendlich bin ich der festen Überzeugung, dass Atomwaffen oder Kernwaffen so eine Art Krebsgeschwür sind. Also, man sieht es ganz häufig, hat ein Land Atomwaffen und es hat noch Rechnung mit irgendwelchen anderen Ländern offen, fängt das nächste Land auch an. Amerika hat Atomwaffen, Russland möchte auch welche, Indien hat Atomwaffen, Pakistan möchte auch welche. Also das ist so ein Ketteneffekt, der sich dann loszieht, einer fängt damit an, der Nachbar möchte auch welche, weil vielleicht vor x Jahren mal ein Krieg oder irgendein Konflikt war und fängt dann auch an, ein solches Programm zu entwickeln. Ich denke, der Nichtverbreitungsvertrag ist doch schon ein guter Ansatz.
diese Entwicklung einfach zu verlangsamen und zu stoppen. Und, ich denke, eine weitere Möglichkeit, in die man da gehen könnte, wäre, die internationale Atomenergiebehörde personell und finanziell auch eventuell besser auszustatten. Ich denke, an der Potsdamer Konferenz wurde so ein ähnliches Papier schon verfasst, damit diese Institution oder eventuell eine vielleicht weniger europäisch und amerikanisch angehauchte Institution wirklich in die Länder reingehen kann und sich das ganz genau ansehen kann, was machen diese Länder und das wirklich kontrolliert. Weil es bringt nichts, wenn irgendein Land in Nordkorea dann im Schatten des Nichtverbreitungsvertrages heimlich an solchen Sachen dran arbeitet und dann sagt, oh, wir haben jetzt welche und wir treten aus, war schön mit euch, wir haben jetzt Atomwaffen. Und also ich finde, da muss auch eine gewisse Kontrollinstanz geschaffen werden. Und wenn man dann so eine Basis hat von, okay, wir haben jetzt die Staaten, die Atomwaffen haben, dann kann man dann wieder weiter agieren und sagen, okay, und jetzt versuchen wir das Ganze wieder rückgängig zu machen. Aber erstmal diese Expansion stoppen. Ja. Knut? Ganz einfach, also mein Ziel wäre auch Global Zero. Aber um dorthin zu kommen, sehe ich nur die Möglichkeit, allen anderen vor Augen zu führen, dass man mit Nuklearwaffen keine Vorteile hat. Und in dem Moment, wo Nuklearwaffen noch irgendwelche Vorteile versprechen, werden sie von dem einen oder anderen, ob man sie als Spinner bezeichnet oder nicht, angestrebt. Das heißt, wir als Deutsche, die wir auch keine Atomwaffen haben wollen, sollten darauf hinwirken, dass ein Klima entsteht, der Gleichheit, der Toleranz und des gegenseitigen Respekts der Staaten untereinander. Einfach nur, damit niemand auf die Idee kommt, mit einer Atomwaffe würde ich besser dastehen. Das ist top. Dutzende von Reden, in denen das so ausgedrückt wird. Das ist eben die positive Gutmenschen-Rhetorik. Können Sie jederzeit wiederholen. Es bringt nichts in der realen Politik. Die reale Politik gehorcht anderen Gesetzen. Hm. Ja. Also es schadet nichts, trotzdem das Global Zero als Überschrift drüber zu schreiben. Das ist, und die Entwertung der Bedeutung der Atomwaffen, klar. Ich finde, es ist nie falsch, ein Ideal anzugeben, einen Wert, wo man hin will. Aber Politik muss tatsächlich damit mit Fakten gemacht werden. Das ist die Praktikabilität an dem, was wir hier heute machen können. Wir haben das B61-Programm mit der nuklearen Teilhabe der Bundeswehr. Die Bundeswehr selber verfügt über keine Waffensysteme mehr. Und wenn sie die B61 auf ein Ziel tragen kann, was außerhalb eines befreundeten Landes ist, um es konkret zu sagen. Ja. Ja, wir haben eine Teilhabe an etwas und könnten Warschau mit der Atombombe belegen. Und dann ist das zweite Problem, diese Gravity Bombs oder die man nur in ein Flugzeug hängt, die Flugzeuge werden von der modernen Flugabwehr Russlands oder aber auch der NATO selber können jederzeit abgeschossen werden. Es ist äußerst schwierig, so eine Waffe überhaupt noch ins Ziel zu bringen und an welches Ziel hat man dafür. Das ist also der Punkt, wo man, wenn die Diskussion wieder aufkommt, wie sie auch im letzten Jahr, ich glaube, die Annette und ich hatten uns auch mal E-Mails ausgetauscht, von Bundesregierung, Anfrage von der SPD dort zu den B61 Modernisierungsprogrammen, das war alles so sehr wappelig, was da zurückgekommen ist. Dass man einfach nur sagt, man möchte doch nur, dass der Öffentlichkeit klar verständlich gesagt wird, was soll die B61 hier noch, dass da mal die NATO auch mal eine Stellungnahme dazu macht. Und einfach nur, dass da auch eine Aufklärung kommt für die Bevölkerung, weil sie ist wohl noch da, keiner weiß es ganz sicher. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben halt, dass wir selber auch Maßnahmen ergreifen innerhalb von Deutschland, weil in irgendeiner Form sind ja an den Zentrifugen, die jetzt im Iran laufen und die das Hexafluorid entsprechend dort separieren, sind ja wohl offensichtlich deutsche Geräte und Produkte wieder im Einsatz. Aber das hat historische Gründe, die verstanden sind. Es ist nur eine Tatsache, dass es einfach tatsächlich passiert und stattfindet. Und das ist der einzige Punkt, wo man eben mal darauf hinwirken kann, dass wirklich der Export von solchen Technologien dann auch konsequent auch bei großen Unternehmen in Deutschland, wie Siemens zum Beispiel, dann entsprechend kontrolliert wird. Weil die Mengen, die darüber gegangen sind, oder die Kaskaden, die da aufgebaut worden sind, das ist jetzt ein falsches Bild. Das war ganz anders. Also es hat bei Urenco
ein Pakistaner gearbeitet, der Khan, und der hat dort spioniert und die Technologie geklaut. Hat dann in Pakistan das nachgebaut und das mit Hilfe vieler kleiner deutscher Firmen, denn er hatte das ganze Zuliefernetzwerk, das Urenco hatte. Hat dort diese Industrie aufgebaut über Jahrzehnte, das ist jetzt alles schon alt, und hat dann angefangen, international Geschäfte zu machen, indem er das an den Iran, an Libyen und andere weiterverkauft hat. Ja. Und es ist nach wie vor das Urenco-Design. Also ich kenne einen Urenco-Mitarbeiter, der war als Inspektor er hat Fotos vom Iran interpretiert und gesagt, das ist unser so und so, das kenne ich, das ist das, und der kannte das alles. Ne? Aber diese ganze Exportkontrollreform, die ist im Prinzip in den frühen 90er Jahren zum großen Teil schon durchgeführt worden. Und tatsächlich, wir haben damals einen Report geschrieben, den habe ich jetzt nicht mit, der heißt From Black Sheep to White Angel, die beschreibt die ganze deutsche Exportkontrollreform, die wirklich relativ gründlich war. Natürlich muss man weiter verbessern und achtsam sein und so. Also das wäre auch wieder ein Thema. Das war eigentlich der Ansatz, nur den ich jetzt dort nennen wollte. Die Hintergrundinformationen sind mir so im Teil eigentlich bekannt gewesen, also dass der Kahn dahinter gesteckt hat und über seine Firmen und Gruppierungen, das da gelaufen ist, schon bekannt. Aber trotzdem ist der Eindruck hier in Deutschland immer noch der, da laufen Siemens-Produkte und andere deutsche Produkte. Und, das ist kein Siemens-Produkt. Ja, die Steuerungen sind offensichtlich die Steuerungen für die Zentrifugen sind offensichtlich auf Simatic basierend oder Simatic Sachen, sonst hätten andere sich nicht die Mühe gegeben, dort entsprechend diese Viren in Umlauf zu setzen. Also da müssen wir schon vorsichtig sein. Wir dürfen nicht Siemens decken, wo sie nicht harmlos sind. Ich meine, wer hat hinter Alcan Nucam gestanden, und da gibt es auch ein paar Fragen, die im Raum drinstehen, ist auch Siemens gewesen. Ja. Und wenn man sich mit Siemens ein bisschen beschäftigt und mit diesen Unternehmen, dann gehen die häufig Wege, auch aufgrund, dass sie international aufgestellt sind, die sie nicht gehen sollten. Und da kann man schon verlangen, dass von diesen Konzernen auch wirklich Zurückhaltung dann gefordert wird in solchen Fragen. Die müssen das mit unterstützen. Ja, ja. Das ist die Forderung, dass da auch ein Konsens hergestellt wird. Nicht, dass man nur redet, aber dass die Bevölkerung das Gefühl hat, es läuft doch alles weiter, aber dass trotzdem auch wirklich das eingefordert wird, dass wirtschaftliche Interessen in dem Fall Proliferation und Technologieexport, der für waffenfähige Herstellung von waffenfähigem Material verwendet werden kann, dass da auch wirklich konsequent hinterhergegangen wird und Strafen ausgesetzt werden. Ja, aber das ist doch schon so eigentlich. Also wir haben, ja gut, also das ist wieder eine Diskussion. Das kommt nur dann, wenn es wirklich so ist, das kann ich nicht beurteilen, in dem Bereich habe ich keinen so tiefen Eindruck, aber dann kann ich nur sagen, ja, der Eindruck in der Öffentlichkeit, in der Bevölkerung ist auf alles, woher auch immer das kommt, dass immer noch diese Sachen nach draußen gehen. Oder nicht? Also nicht bei mir, aber ich wüsste, steckt das eben drin. Sehe ich das falsch, aber das ist zumindest ein Punkt, den ich ganz klar, also wo für mich immer eine Grauzone ist, wo noch eben halt klare, deutliche Informationsbedarf besteht. Aber dann weitere Profilierungen sind nicht notwendig. Wenn heute Firmen Maschinen exportieren, die harmloseste Sachen herstellen und da ist ein Leitrechner drin, mit dem er was Komplexeres machen kann, haben die wahnsinnige Probleme, das überhaupt in solche Länder zu exportieren. Aber das sind die Folgen davon gewesen, dass das jetzt so verschärft wurde. In Eschborn muss alles Mögliche, was exportiert wird, beantragt werden. Und da sind Sachen drauf auf der Liste, die man exportieren kann, wo man eigentlich sagt, das hat eigentlich gar nichts, aber man darf es nicht mehr. Also das ist heute sehr, sehr streng. Gut, und wenn jetzt aber Siemens von der Niederlassung in Singapur diese Sachen entsprechend ausführt? Nein, das kann ich dir erklären. Oder fragt besser meine Frau, das funktioniert sehr umständlich. Und es ist für die leichter, das Teil dort vor Ort nochmal zu kaufen, als zwischen den Niederlassungen hin und her zu schicken. Also es ist genau der gleiche Weg mit den ganzen Zollpapieren, mit Ausfuhrgenehmigungen, mit dem Angabe bei der IAA und so weiter und so fort. Das ist alles voll kontrollierter Weg. Das sind auch wenn es. Verwenderzertifikat und das auch alles. Der Exportkontrolle. Das ist ziemlich kompliziert. Also frag meine Frau, das ist ihre tägliche Arbeit, solche Papiere auszufüllen. Wenn das deutsche Unternehmen. Ja. Dafür haben wir ja die Exportkontrollregime, die ich Ihnen vorhin vorgestellt habe. Die sind wirklich sehr komplex geworden. Also, damit überall die gleichen Standards herrschen. Ja. Also auch innerhalb von zwei Filialen eine Firma, da hast du das Gleiche.
Und wann ist das jetzt so umgesetzt? Und sogar innerhalb von Europa, so kannst du das Ding nicht mal nach Berlin schicken. Ja, das ist wahrscheinlich Singapur. Nach 2001. Ja, 2000, im Prinzip fing das in den 90er Jahren an. Also eigentlich nach dem Irakkrieg, da stand Deutschland international am Pranger, wegen des irakischen Programms. Und da hat es wirklich ganz substanzielle, grundsätzliche Reformen gegeben. Es fing schon an vor 91, und zwar also mit dem Rabita-Skandal in Libyen, genau. Wo man plötzlich herausgefunden hatte, dass die meiste Ausrüstung der Libyen aus Deutschland kam. Ja. Das gleiche Drama hat sich wiederholt. Ich war selber mit dabei bei der Sonderkommission Irak, wo man, ich sah die Liste da von all den Items, die sie gefunden haben, bei allen Bereichen, Chemie, Nuklear, biologisch. Das war 70-80% von deutschen Firmen. Alles schön fein säuberlich zusammengekauft, weil in Deutschland eine sehr liberale Exportkultur herrschte. Und das ist damals, das war das Wirtschaftsministerium. Das hat immer schön drauf geachtet. Und da waren sie alle sehr blamiert. Und dann, das hat sich dann dramatisch geändert. Und es wurde eben auch international. Diese ganzen Exportkontrollregime haben erst so ab den 90er Jahren richtig Fahrt aufgenommen. Und seit man Datenbanken hat, kann man das auch besser verfolgen, was wo in welches Land wie geht und kann sich besser abstimmen. Seitdem funktioniert das auch besser. Ja, gibt es denn eine einheitliche europäische Richtlinie zur Exportkontrolle? Oder? Ja. Das wird immer stärker angeglichen. Das war ursprünglich auch nicht. Ja. Aber das ist wirklich ein Thema, an dem wird schon wirklich sehr intensiv gearbeitet. Man kann natürlich immer im Klein-Klein hier kritisieren oder da, aber da kann man jetzt nicht... Das war nicht mein Ansatz, das Kritisieren, sondern letztendlich, dass man für diesen Bereich dann auch wenigstens das in der Öffentlichkeit dann das auch mal klar verständlich wird, dass die Mechanismen auch wirklich greifen. Weil man hat wirklich, ich versuche nicht zu sagen, es wird nicht kontrolliert, es wird das gemacht. Ich sage nur, man hat immer wieder den Eindruck, und der kommt aus diesen Meldungen eben halt, die man auch erhält, welche Techniken bei gewissen Sachen eingesetzt werden oder vermutet werden, da kommt einfach die Frage hoch, wie ist das dorthin gekommen, trotz all dieser Mechanismen. Und wenn das jetzt man sagt, das ist vor 2001 zum Beispiel die Technologie rausgegangen und dann haben sie selber eine Fabrik gebaut und haben selber angefangen, die Sachen herzustellen und untereinander verkauft. Das heißt, das erfolgt alles, was jetzt in der Kaskadenaufbau zusätzlich gekommen ist, das erfolgt im eigenen Regime. Gut, dann ist es so. Und das ist aber nicht allen Personen klar. Und selbst hier bei ISIS oder wo das war hier, bei Albright waren da auch noch Zweifel. Vor 2-3 Jahren habe ich da noch gelesen, dass da auch sagt, das kann nicht alles aus eigener Produktion stammen. Da muss noch irgendwo zugefüttert werden, dass sie das hinkriegen. Also da ist es jetzt wieder wie mit dem Nichtverbreitungsvertrag. Wir haben eine viel bessere Gesetzgebung. Die meisten großen Firmen sind in Wirklichkeit jetzt ganz sensibel geworden, zum Beispiel allen voran Leibold Hereus, was damals in der New York Times auf der ersten Seite stand, schon aus Geschäftsgründen. Die großen Firmen können sich das leisten, diese Compliance hochzuhalten. Was eher, wer eher in Versuchung gerät, sind diese kleinen Mittelstandsfirmen, die erstens weniger Ahnung haben, und zweitens ein spezielles Nischenprodukt und damit auf dem Weltmarkt sind, die geraten manchmal in Versuchung, weil ein einziges Geschäft 10-mal so viel Umsatz bringt wie alles andere, was sie sonst hatten. Und da gibt es natürlich immer wieder schwarze Schafe. Also Deutschland ist einfach auch tatsächlich mit ganz viel Technologie überall im Weltmarkt vertreten. Das war auch, was mir jetzt konkret zum Beispiel im Fall vom Irak im Kopf gewesen ist, zum Beispiel gab es einen größeren Fall, der auch jetzt nach 2001 in Gerichten in Mannheim verhandelt wurde. Da ist eine ganz kleine Firma, eigentlich ein kleiner Installationsbetrieb, der hat sich zum großen Exportunternehmen in Irak über Zucker und sowas. Irak war alles vor der Zeit. Aber der hat dann tatsächlich offensichtlich technische, hochqualifizierte Ausrüstung eben halt dort geliefert. Das, das waren nicht die großen Konzerne, aber er war derjenige, über den das dann gelaufen ist. Ja, also manchmal, weil man die damalige Gesetzgebung zu schwach war und man die Leute trotzdem nicht laufen lassen will, werden die manchmal sogar wegen Hochverrats oder Spionage verknackt. Einfach, weil man das jetzt in denen nicht mehr durchgehen lassen will. Das ist aber, da sind wir jetzt echt in einem nächsten Kapitel, denn das betrifft jetzt nicht nur Kernwaffen, sondern auch Chemiewaffen, andere Massenvernichtungswaffen. Man kann durchaus diskutieren, ob es gut ist, dass wir so viel Panzer produzieren, exportieren, aber das geht jetzt wieder in ein neues Thema, aber das fände ich zum Teil also auch mal sehr diskussionswürdig. Also die gesamte
wie militärisch oder zivil ist unsere Industrie, und wir als Exportnation leben wir nur von Druckmaschinen, in Emma in Roland in Offenbach, oder leben wir vielleicht von Panzerexport, oder und muss, kann da Moral vielleicht doch eine Rolle spielen, oder? Ja, aber das ist so trotzdem ein Thema. Ist die Technologie, die benötigt wird, und die Maschinenausrüstung, die benötigt wird, in dem Fall, wenn wieder noch ja, jemand das gerne einen Schurkenstaat bauen will, ist schon ein Teil der ganzen Geschichte. Ich bringe dir mal meinen Report mit, den wir damals geschrieben haben, und dann, da wird das alles diskutiert. Wenn, wenn das zugekittet ist, dann ist gut. Dann jedenfalls. Es gab ja da schon mal, es ist zwar tatsächlich ein leicht anderes Themenfeld, aber es wurde ja mal so tatsächlich gesagt, dass der Automat Kalaschnikow die eine schlimmere Vernichtungswaffe ist als die Atomwaffe, weil sie eigentlich in der Welt mehr Leben auf dem Gewissen hat. Und es gab da ja auch den Fall mit dem russisch-georgischen Konflikt, wo dann auf einmal G36 in den Händen georgischer Truppen aufgetaucht sind, wo sie eigentlich nicht sein durften. Da ist es dann natürlich doch ein interessanter Fall, wie dann die Rüstungskontrolle tatsächlich bei solchen Dingen funktioniert. Also das ist durchaus eine Frage, die man sich stellen muss, inwieweit deutscher Wohlstand von Rüstungsexporten abhängig ist und wie wir das mit unseren grundsätzlichen Werten unserer Gesellschaft ausmachen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir uns auch durchaus fragen müssen, wie man damit in Zukunft umgehen soll. Die Diskussion mit den Panzern ist ja sehr laut derzeit in den Medien. Derzeit haben wir es aber natürlich mit der Abrüstung nuklearer Waffen. Und da hatte, ich weiß nicht, Gregory, hattest du da vorhin noch was sagen wollen? Du sahst vorhin so aus, als würdest du dringend was beitragen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich beitragen kann, ob diese blöden Argumente, die da gebracht worden sind. Aber vielleicht was anderes. Darum bin ich. Nein, das ist richtig. Aber ich sage mal was anderes. Also wir hatten vorhin so ein Argument gelesen, dass man das sich nicht abschrecken lassen soll, dass so die anderen Parteien schon ähnliche Sachen mal gesagt haben könnten. Und da ist jetzt aber so, dass wir letzte Woche oder drei Wochen in Potsdam bei dieser Panel von Analyse von Außenpolitikprogrammen in anderen Großprogrammen anderer Parteien festgestellt haben, dass die wollen sowieso alle das Gleiche, mehr oder minder. Und zum Teil die gleiche Sprache und in bestimmten Punkten, also schreiben sie wirklich also voneinander ab. Und das ist aber nicht schlimm, weil es gibt ja sowieso die Theorie, dass alle Parteien das Gleiche wollen. Alle wollen mehr soziale Sicherheit und weniger Steuern. Ne? Und wenn man es so nach dann gehen würde, würde es jetzt wirklich keine Wahl mehr haben. Aber die Unterschiede liegen tatsächlich in der Tiefe, die man den Wahl misst, das heißt in der Textmenge, und auch also welche Wertigkeit das Ganze dann innerhalb des Programms bekommt. Deswegen würde ich mir jetzt nicht abhalten, irgendwelche Positionen nicht zu formulieren, nur weil sie andere auch schon haben. Also das ist jetzt durchaus möglich und es schadet nicht, sondern umgekehrt, es bringt uns halt entsprechend, also schafft Klarheit und beseitigt irgendwelche Unklarheiten, die vielleicht ja irgendwie existieren könnten. Was ich mir jetzt aus der Diskussion in Potsdam auch noch hängen geblieben ist, dass es ja gerade für eine globale Ausrichtung, die Piraten haben, es durchaus Sinn macht, wobei man überhaupt um die Forderung, wie gesagt, das hieß ja schon, der Sicherheitsrat, die Form davon steht sowieso eigentlich an, aus unserer Sicht, aber dass man jetzt wenigstens nicht reinschreiben würde, was andere Parteien reingeschrieben haben, dass man einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat für Deutschland anstrebt, sondern den vielleicht durch einen gemeinsamen für Europa oder sowas setzen würde, wenn man das überhaupt diesem Gremium so belässt wie heute, dass man dann entsprechend aber nicht wenigstens rauskriegt, sondern wie es hier sind, die Deutschen, und müssen jetzt auch unbedingt alleine mitreden. Das würde ich jetzt vielleicht nochmals freigeben. Also, oder man kann natürlich sagen, man lehnt das gesamte Gremium ab und dann macht es auch keinen Sinn, so eine Forderung zu stellen. Aber solange wir das halt haben, wie wir es haben, finde ich das schon eine realistische kleine Forderung, die man hier aber auch durchaus anders ist als bei anderen oder zumindest nicht bei allen. So. Wir haben jetzt kurz nach 19:30. Wir sollten um spätestens 19:00 den Saal geräumt haben.
Aufgrund der zeitlichen Situation könnten wir durchaus noch ein bisschen länger machen, so bis 5 vor 7 zumindest noch. Also können wir es jetzt langsam auslaufen lassen. Was ist denn für morgen geplant? Morgen ist die konkrete Ausarbeitung eines Antrages geplant, den wir dann vorhaben, auf dem Bundesparteitag im Buch zu stellen, nachdem wir dann die üblichen Schritte durchgegangen sind. Also letztlich kühlen wir gerade so ein bisschen allgemein vor für morgen, also in der jetzigen Diskussion. Was mich persönlich dann noch interessiert hätte, wäre, vorhin war in beiden Vorträgen viel über die Verifikation zu hören und dass gerade das ein Punkt ist, an dem sich scheinbar einige von diesen Verträgen brechen. Weil ich das bei einigen gesehen habe, dass da die Verifikation nicht wirklich durchgeführt wird oder ausgesetzt wird, oder, dass es daran oft hapert. Ich meine, ist das vielleicht ein Ansatz, über den man da nur eine Forderung, die man stellen könnte, einen Punkt, den man vertreten könnte, die Verifikation grundsätzlich erstmal zu erhöhen bei den Kernwaffenstaaten? Also ich würde eher so sagen, dass man bei Kernwaffenstaaten zunächst mal fordern sollte, der zivile Brennstoffkreislauf in Kernwaffenstaaten sollte ebenfalls international kontrolliert werden. Das ist überhaupt nicht der Fall zurzeit. Das USA, also bei Großbritannien, Frankreich ist es immerhin so, da ist Euratom drin. Euratom wurde noch vor der IAEO gegründet und hat ebenfalls den Zweck, das Nuklearmaterial zu überprüfen auf Nichtabzweigung. Und aus historischen Gründen sind da alle EU-Mitglieder drin und werden überprüft, auch die beiden Kernwaffenstaaten. Aber die anderen, USA, Russland, China, Indien, Pakistan, Israel, werden nicht überprüft. Und das ist, finde ich, die Zeiten sind vorbei. Ich finde, man sollte das anstreben. Das ist andererseits auch schon wieder fast ein Wolkenkuckucksheim, denn die wollen das nicht. Trotzdem wird der Cut-off, wenn er dann irgendwann kommt, einen Fuß in die Tür kriegen. Dann fängt es an mit Kontrollen. Aber wenn man das konsequent meint mit der kernwaffenfreien Welt, dann wird man irgendwann die Kontrollen global brauchen. Gibt es eigentlich eine stetige Sitzung von den Kernwaffenmächten, die halt über Abrüstung konferieren? Ich meine, findet das regelmäßig statt? Gibt es nicht. Und das wäre mal eine interessante Idee zu fordern, einen strategischen Dialog zumindest mal anzufangen. Ja, es gibt den ersten Ausschuss von den Vereinten Nationen, der trifft sich jedes Jahr im Herbst. Das sind die gleichen Personen, die immer in der Genfer Abrüstungskonferenz sitzen, wo sie nichts zustande kriegen. Es ist auch die zu überlegen. Also ganz ehrlich glaube ich, dass man diese, obwohl ich sie immer berate, diese Genfer Abrüstungskonferenz am besten abschaffen sollte und stattdessen einfach mit den Gutwilligen anfangen sollte, was auszuhandeln. Also sozusagen eine Koalition der willigen Abrüstung. Ja, also zum Beispiel die Kleinwaffen und die Landminen. Das hat ebenfalls die Genfer Abrüstungskonferenz vergeblich versucht und ist nicht zu Potte gekommen. Und dann haben wenige Staaten angefangen, da war Deutschland erstmal nicht dabei, denn wir haben da eine ziemliche Industrie und sind da Exporteur. Und die haben irgendwann mit Hilfe von NGOs einen dermaßen starken Druck erzeugt. Also das ganze Thema ist ja auch sehr emotional. Die haben dann auch so Bilder veröffentlicht von Kindern, die nun ein Holzbein hatten und so weiter. Dass auf einmal das so eine Eigendynamik gekriegt hat, dass viele Staaten, auch Deutschland, unbeschwenkt sind und beigetreten sind. Im Gegensatz zum Cut-off haben aber Landminen ist es denen gelungen, eine wirklich gute Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und das ist also, hat die Öffentlichkeit sehr emotional mitverfolgt. Das dürfte beim Cut-off schwieriger sein. Du bist jetzt fast auf der Linie vom Bolton schon. Bitte? Du bist jetzt schon fast auf der Linie vom Bolton, den sie doch alle so verteufelt haben. Dass es auf diese Genfer Abrüstungskonferenz abgeschafft werden sollte. Ersetzt wird durch. Ja, aber der Bolton wollte keine Rüstungskontrolle. Den Willigen. Der wollte das Gegenteil, der wollte keine Rüstungskontrolle. Nein, der wollte quasi die etablierte. Ich habe gesagt fast, das war ironisch. Das war nicht richtig ernst. Nein, aber was dahinter steht, Sie haben nicht ganz unrecht, das ist schon Bolton, nämlich seine grundsätzliche Skepsis gegenüber den Vereinten Nationen.
die nichts mehr bringen in vielen Bereichen. Und denen, die unwillig sind, überhaupt an den Tisch zu gehen und ernsthaft zu fahren. Man müsste auch den Sicherheitsrat reformieren, ne? Also nicht nur eine europäische Sitzform, sondern ganz anders. Das ist super, das Argument wiederholt sich die ganze Zeit, das ist großartig. Also ich bin da massiv gegen die Reform des Sicherheitsrates, weil das kann nur noch schlechter werden. Der Sicherheitsrat hat schon das große Problem, dass sich die Mitglieder nicht einig werden können, und wenn wir noch mehrere permanente Mitglieder haben, dann wird es noch schlimmer werden. Und wenn wir die Permanenz abschaffen, dann wird der genauso unwirksam sein wie der ECOSOC und andere Gremien, bei denen es dann immer gerade mal auf die Mehrheiten ankommt. Also ich befürchte mal, jede Reform wird eigentlich eher mehr negative Punkte bringen als positive. Jede Gesundheitsreform, die die Kosten senken soll vom Gesundheitswesen, haben sie erhöht. Deswegen müssen meine Gesundheitsreformen verdichten. Ja, also ähnlich wird es bei der Sicherheitsreform sein. Ich kenne diese Debatten seit 20 Jahren. Ja? Und seit 20 Jahren wird immer wieder gesagt, ja, wir müssen erstmal das permanent, also die P5 abschaffen, oder wir müssen mehr P5 werden, mehr permanente Mitglieder haben. Jedes Mal kommt eigentlich keine Lösung raus, die mehr Effizienz bringt. Die mangelnde Effizienz der Vereinten Nationen ist ein ganz großes Problem, was von allen deutschen Parteien im Übrigen gnadenlos geleugnet wird. Ja, ich glaube, dass das... Also auch da wieder ein Punkt, wenn Sie Transparenz beitragen wollen, sagen Sie, wenn wir die Ziele erreichen wollen, dürfen wir uns nicht nur auf die Vereinten Nationen, auch nicht nur auf den Conference on Disarmament verlangen, sondern auch mal unkonventionelle Wege gehen. Die Landminenkonvention war so ein unkonventioneller Weg. Ja, vielleicht gibt es auch mal für Cut-off unkonventionellen Weg. Aber man muss einfach mal unkonventionelle Dinge andenken und nicht immer nur hier schöne Vereinte Nationen, die machen Regeln alles, sie regeln nicht sehr viel, sondern wie wir es ja mit vielen Beispielen erlebt haben, sie sind ein Forum, auf dem man nur noch zusammenkommt und nichts mehr beschließen kann, weil die Regeln die Einigung da ist. Wir nehmen es jetzt mit Syrien, das ist eine Tragödie, die sich dort abspielt, weil auch keine Einigung herzustellen ist. Wir werden noch viele dieser Tragödien erleben. Na gut, ich meine, da ist ja der Sicherheitsrat fast nur eine Blockade eines Beschlusses, weil ich glaube, die Vollversammlung würde da schneller was hinbekommen. Ja. Ja, gut, ich glaube, dass es auf der anderen Seite auch gut ist, dass im Sicherheitsrat das Veto fehlt, eine Stimme dagegen, weil sonst hätten wir dauernd Krieg. Weil wenn man dort Entscheidungen mit Mehrheit durchkriegen würde, dann glaube ich, würde es hinterher mehr Streit geben, der dann den Konflikt vielleicht sogar militärischen Konflikten ausgetragen wird. So sind die einfach gezwungen, quasi einer sagt nein und sie können nicht. Außer sie wollen wirklich militärisch gehen. Und das andere würde einfach auch dieses Level runterholen, wo man so eine Bereitschaft da ist, dann militärisch loszugehen. Nur wir wissen nicht, welches Krebsgeschwür sich dort in Syrien entwickelt. Das ist wirklich ein Krebsgeschwür, wo wir nicht wissen, ob wir in ein paar Jahren sagen, mein Gott, hätten wir doch bloß im Anfang 2011 interveniert, als noch nicht so viel Blut vergossen worden ist. Ja, muss nicht erst Blut vergossen werden, bevor die Leute einsehen, dass sie mit den Kämpfen aufhören müssen. Also, und zwar das Blut von den Leuten vor Ort. Jetzt mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also über Syrien reden wir ja gerade nicht, sondern über die nukleare Abrüstung. Ich denke, wir sind auch an einem gewissen Ende angelangt und auch in einer guten Ausgangsposition für die Diskussion morgen. Ich habe mir gewisse Ergebnisse notiert aus der heutigen Diskussion, die wir morgen als Einstieg auf jeden Fall benutzen können. Es waren auch einige gute, sehr gute Ideen, finde ich, auch teilweise dabei, die man als Ausgangsbasis für eine Diskussion für einen konkreten Antrag benutzen kann. Ich möchte an diesem Punkt ganz herzlich den beiden Referenten danken. Das war ganz hervorragend, heute hat mir sehr gefallen. Sind wir noch im Internet? Ja. Ja, und dann hoffe ich, dass es einem gefallen hat. Aber ich übergebe für ein ganz offizielles Schlusswort dem Sebastian. Vorher möchte ich mich auch noch beim Herrn Professor Krause bedanken dafür, dass er gekommen ist und ihm zwei kleine taktische Atompunkte erreichen. Nachschauen, ob er ihn durch den Frankfurter Flughafen bringt. Das ist das große Problem, dass wir scheitern. Oh ne, die kriegen wir aufgeben. Gepäck aufgeben. Ja, das Gepäck aufgeben? Ja. Ja, das ist schön, das bleibt rein, aus Treptow. Aus Südtirol. Ja, aus welchem Ort? Ist durch die Exportkontrolle gekommen. Ja. Nein, vielen Dank. Ich bin gerne da dran, ja.
Ich wundere mich, dass Sie den kennen. Ich dachte jetzt, das ist was Besonderes. Ich war viel in Südtirol. Nein, das eine das andere aus. Aber ich glaube, das ist nicht schlecht. Lagreiner und Traminer geschmuggelt. Nee, also mir ging es genauso. Sind die mit Exportlizenz nach Schleswig-Holstein? Ja, das ist ja leider noch auf Netz, deswegen können wir nicht so. Ich rufe jetzt auch nochmal zur Ruhe, weil damit bevor wir zum freien Teil kommen, dass der Sebastian noch sein Schlusswort hat. Ich will es auch ganz kurz machen. Also Björn hatte sich ja schon bedankt bei allen. Ich bedanke mich zusätzlich auch bei allen Teilnehmern, dass sie auch mit den vielen Wortbeiträgen sich an der Diskussion beteiligt haben. Und ganz besonderen Dank gilt natürlich auch unseren Streamern, den Sepp und den Oliver. Gerade der Sepp, der hier jedes freie Wochenende fast unterwegs ist mit seiner Kamera bei schönen Privatveranstaltungen, dann uns alles streamen kann. Weil vorhin die Frage aufkam nach den Spenden. Es ist möglich. Ganz kurz. Wegen den Spenden. Also auf der Wiki-Seite der Veranstaltung ist das Konto des Hessischen Landesverbandes angegeben. Und das wäre natürlich am besten, wenn wir das darüber machen würden. Wer unbedingt jetzt Bargeld loswerden möchte, kann das auch gerne bei mir tun. Ihr kriegt eine Spendenquittung und dann wird das an den Landesverband auch überwiesen. Die Präsentation, weil auch die Frage aufkommt, die werden wir später auch noch ins Wiki stellen. Genau wie die Aufnahme, die heute gemacht wird, später auch auf YouTube und nochmal separat zum Download gestellt wird. Das wird alles ganz transparent, piratentypisch weiterverteilt. Bevor ihr geht, da vorne liegen die HSFK-Reports, die ihr Annette mitgebracht habt. Nehmt euch einen mit auf dem Weg nach Hause. Nee, ihr dürft sie euch bis morgen ausleihen. Das sind Präsenzexemplare, die ich nur zum Anschauen ausgelegt habe. Aber die sind alle als PDF im Internet runterladbar. Genau. Und wer will, kann sich einen mitnehmen, wenn er ihn morgen wieder zurückgibt. Die sind sogar auf unserer Wiki-Seite, glaube ich, verlinkt. Ja, das waren ich habe dir auch die ganzen Links dazu eingefügt. Also, das sind auch alles verschiedene, also keiner ist doppelt. Okay, und mit dieser Ergänzung dann natürlich die Aufforderung, sich die Sachen noch anzusehen. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt gemeinsam auf die Berger Straße, essen was und sehen, wie der Abend so weiterläuft und vertagen die Diskussion dort. Können wir die Sachen hier lassen, die Kästen, oder müssen wir das... Die kleineren Wertsachen, sowas ja, aber die größeren würde ich schon mitnehmen.